Aber nun schauen wir mal in so eine andere Ecke von Retro-Horrorspielen rein. Es gibt so ein paar Games, die grenzen so an die Point-and-Click-Ära von Horror-Games aus den 2000ern oder kurz davor ran. Und eines davon ist ein Spiel namens Phantasmagorica. Das ist ein FMV-Horror-Game aus dem Jahre 95. Ist auch, wenn ich mich recht entsinne, relativ gory. Und man sieht in dem Game vielleicht auch einen Bubi oder zwei. So die Art von Spiel, ne? So ein bisschen vielleicht eine bisschen langweiligere Version von Evil Dead als Videospiel. Okay, lass mal sehen, ob wir das da auch gecaptured bekommen oder dass mein Rechner explodiert. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Jetzt mal Windows Mode. Ja, und das Game ist einfach so groß bei mir. Darkseeds. Darkseed hatte ich auch als Idee. Aber habe ich auf Anhieb nicht gefunden. Das gibt's auf GOG zumindest nicht. Oder ich habe es nicht gefunden, sagen wir so. Können wir da so capturen? Geht das da? Guck, ob das funktioniert. Das. Ja. Fast. Nee, das macht es nur schlimmer. Ah. So. Ich erinnere mich nicht an diese Startmusik. Wobei ich auch noch vor ewigen Jahren mal ein Let's Play davon gesehen habe. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Kann ich es größer ziehen? Ja, kann ich. Nice. Ist ja halbe russische Nationalhymne, die da gerade läuft. Phantasmagorica war wild. Yes. Yes, yes, yes. Ich erinnere mich lebendig daran, dass ich vor, also bestimmt 20 Jahren, nicht ganz, aber 15 Jahren bestimmt, ein Let's Play von diesem Spiel gesehen habe. Von einem damals, von einem YouTuber, den ich damals echt viel verfolgt habe. Ich kann seinen Namen dir heute gar nicht mehr sagen. Aber so bin ich darauf aufmerksam gekommen. Phantasmagorica. Kennt es? Twitch erkennt es. Irgendwer außer mir streamt das auch gerade. Wild. Sonavis, schönen guten Abend. Hello. Okay, alles. Demon Souls Chor im Hintergrund da, ey. Kurz. Okay. Das ist der beste Streamtitel, der mir gerade einfällt dazu. Es ist wie gesagt die GOG-Variante. Ich weiß nicht, wie viel die am Original-Game da rumgebastelt haben. Deswegen, ja. Oh, ein S, ja, so ein bisschen. Aber ich mag den Soundtrack schon. Watch Intro. Ja, es ist ein. Oh, wait, ihr seht das gar nicht. Moment, stopp, halt. Wait, Okay, Moment.
Warum seht ihr das nicht? So, so geht's. Okay. Hab nichts verpasst. Irgendein Dude ist an die Klippe gelaufen und macht da jetzt Fotos anscheinend. Okay. Phantasmagorica ist ein Full-Motion-Video-Game. Full-Motion-Video war eine Art von, ja gut, quasi einfach Filmmaterial in Spiele einzubinden. Den Begriff FMV habt ihr vielleicht schon mal gehört. Steht für Full-Motion-Video. Das ist, was ihr gerade gesehen habt. Und war gerade im Jahr so 90, also 92 glaube ich, bis so 97. War das recht weit verbreitet. Weil wenn ich halt keine, wenn das meine beste Fähigkeit ist, 3D-Grafiken zu machen, da war ein Herz rein. Oh, okay. Turbanschlange. Und das ist pre-rendered, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wenn das meine beste pre-rendered Grafik ist, wie dann meine Live-Grafik aussieht. Oh, hi. Tänzerin. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh mein Jesus. Vielen lieben Dank für den Raid. Oh. Das ist schon die erste Nacktheit zu sehen. Bestes Timing. Hallo liebe Raiders. Hallo Lost Mew, wie geht's, wie steht's? Ihr kommt genau richtig. Ihr kommt genau richtig. You don't ever have to be afraid of anything. Sagt es nicht. Sagt es nicht. Wir werden gleich beide erstochen wahrscheinlich. Ist es schon. Hallo Lodit. Hallo Sockensultan. Oh, wird sofort gepimpert. Hey, nicht hier auf Twitch, Leute. Mama, Mama, zart. Das ist illegal. Pimpern ist verboten. Yeah. Willkommen zu Phantasmagorica, einem Videospiel, glaube ich. Aber erstmal zu euch, wie war euer Stream, wie geht's euch? Schweinkram, yay! Wie war euer Stream, wie geht's euch? Wie war euer Wochenende? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich mach so einen Ticken leiser. Ich schätze mal nicht, dass ich irgendwelche einzelnen Soundanstellungen habe, die ich da gleich treffen kann. Und ich sehe es gerade nicht, wer da auf Follow gedrückt hat. Moment. Da, Captain Charisma, vielen lieben Dank für den Follow, so beliebt von dir. Oh nein, meine Unschuld schmelzt. Sieht mal super, wir haben Kraken Academy gespielt. Kraken Academy sagt mir, glaube ich, gar nichts. Das klingt wild. Ich hoffe, es war cool. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Guck mal gerade, ob ich das kenne. Nee. What the hell? Das sieht sehr wild aus. Make friends, free spirits and make sure that the world doesn't end. Welcome to Kraken Academy, a Technicolor fever dream. That for legal reasons can only be described as technically a school. Ja, wild. Ist es auch. Sorry, super lustig. Wir haben heute durchgespielt. Nice. Hallo Kati, schönen guten Abend. Oh, es ist komisch. Hallo. Ich habe bei Traumi gelurkt, während ich Pen and Paper hatte. Und jetzt bist du hier. Du wurdest soeben mit drüber geworfen. Und Claire, vielen lieben Dank für den Resub im 47. Monat. Holy shit. Dankeschön. Willkommen zurück im Kult der Leute, die wieder gesubbt haben, der bekannt seinen Namen hat. Danke für den Support. Und Captain Charisma muss auch schon ins Bett. Wollte bei dem Ambiente wenigstens ein Follow lassen. Super lieb von dir. Super lieb. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Winter. Oder Mark, ich höre auf beides. Sucht euch aus. Ich muss den Chat ein bisschen kleiner machen. Das Game ist jetzt größer als das letzte. Ein bisschen kleiner und glaube,
die gute Aya kann mal weg. Passt hier nicht ganz rein. Ja, mein Name ist Winter, oder Marc? Wir spielen gerade Phantasmagorica, ein relativ altes Point-and-Click-Horror-Game aus dem Jahr 95. Wir haben den ganzen Monat eigentlich Horror-Games gespielt. Und jetzt gegen Ende, jetzt gegen das Finale quasi, das heutige, habe ich mir rausgesucht, wir spielen Retro-Horror-Games. Normalerweise bin ich eher so in der Indie-Ecke unterwegs. Indie-Games, meistens neue, gerne weirde, abgefahrene Horror-Games auch sehr gerne. Da bin ich zu Hause. Oder Souls-Likes. Das ist so meine Kragenweite. Aber Horror-Games im Allgemeinen liegen mir sehr am Herzen. Und deswegen gucken wir jetzt heute Abend mal in dieses Meisterwerk an Videospiel rein. Also erwartet das nicht unbedingt das beste Videospiel, das es gibt. Aber es wird sehr interessant. Das kann ich versprechen. Der ist schon auf meiner Empfehlungsliste gewesen. Oh, was hat denn Twitch da gemacht? Das muss ein Bug gewesen sein. Schön, dass du hier bist. Hello, hello. Indie spielen wir auch gern, da fühle ich dich. Ich glaube, so die ganzen Indie-Fans treffen sich irgendwie immer zusammen, oder? Oktober ist schon wieder vorbei. Ah, guck mal, 29. Da ist nicht mehr so viel. Da ist nicht mehr so viel Platz nach oben, ey. So, wir starten mal a new game. Also, Warnung ist raus, falls dem Videospiel irgendwie Blutgedärme, fliegende Gehirne oder Bubis zu sehen sind. Warnung ist raus. Ne? Das ist diese Art von Spiel. Name your game. John Game. That's the name of the game. Which chapter? Ich kann mir die aussuchen. Eins wahrscheinlich, ne? Chapter 1. Oh Gott. Oh no. Oh no. Oh Gott. 8 Pixel, ey. Oh, der Schatten in meinem Gesicht, der ist so gar nicht draufgelegt. Oh, das ist ganz wild. Aber gut, weißt du, im Jahr 95 hat man halt nichts mehr, hat man halt nichts anderes. Das war damals so. Konnten rausgehen und mit Stöcken spielen oder das hier. Morning, honey. Good morning, sweetheart. How about some coffee? Yeah, big one. Köpfchen, immer. Somebody kept me up last night. Well, I'm sorry, I had a nightmare. You didn't seem to mind so much last night. Oh no. Ich glaube, die haben Sex. Sehr ekelhaft, ey. I have to admit, this place is kind of strange. Yeah, it's different. You know, I bet the guy that built this place must have been really bizarre. Well, hi, Spam. Wir haben keine Subtitles oder so. Spam? Ist die Katze Spam? Wait, what? What are you gonna do today, sweetheart? Well, I don't know. I'm almost finished unpacking. Thought maybe I'd do a little exploring. Yeah. How about you? Do you see that bathroom yet on the second floor? Yeah. I like that. I think I'm gonna turn it into a photo lab for myself. Keep me busy for a week or so. That's a good idea. What's in that box? Well, I don't know. I haven't gone through it yet. Let's see. Du bist ja echt Kohle haben, die zwei, ey. Gut, 95 war es nämlich, einfache Häuser zu kaufen. Oh, look at this. What? Just a sec. Oh no, ich hab so im Urin, was da drin ist. Ah, okay. You remember this? Yeah. Yeah, I gave you this for Halloween. You rat? You know it was Christmas Eve. It was the night you proposed to me. Are you sure I proposed to you? Wir sind noch verheiratet? Yes. Of course I remember. Of course I do. Ist ja ekelhaft. You're forgiven. I better get to work. I got a lot to do. I'm gonna keep this little fella with me, though. So I'll always remember that fateful night. Well, don't work too hard. See you later. Yeah. Die zeigen voll Zuneigung zueinander. Das irritiert mich. Ich fühle mich unwohl dabei.
Könnt ihr euch anschreien, bitte? Innerehelicher Sex. Okay. Und so beginnt's. Können wir direkt mal speichern irgendwie? Ich kann gehen. Oh. Ich habe irgendwo hingeklickt. Jetzt gehen wir. Okay. Ah. Store more safe. Schritt 1 immer. Move bookmark to present location. The fuck do you mean? Save. Move bookmark to current look. Oh, wir haben einen Bookmark gespeichert. Okay, das ist eine spezielle Art, das auszudrücken. Uncensored. A bit squeamish, are you? In order to enjoy this game without all of the gory details, please enter a secret password. Nee, ist gut. Ist okay. Ich glaube, wenn es nur Gore ist, dann ist es kein Problem. Twitch ist super fein mit Gore. Und ich glaube, wir sehen höchstens mich einen Sideboob in dem Game, wo ich einfach mal fein bin. Was haben wir noch? Title Bar? Movie Detail. What the fuck is Movie Detail? What the fuck is Title Bar? Volume. MIDI. Duck. What the fuck are you talking about? Mein MIDI mal leiser. Und Duck höher. Cool, ja? Okay, alles klar? Good. Good. Zurück. Back. Quit. Ne, quit macht das Game aus wahrscheinlich. How do you? Be safe again einfach. Da komme ich hier wieder raus. Good. Hi, Lady. Was kannst du so? Schrank. Da bin ich sehr leise jetzt. Das sind die weirdesten Einstellungen, die ich in dem Spiel gesehen habe. Du musst halt überlegen, das war 95. Da waren ein paar von euch noch nicht geboren. Kondome drin, oder was? Die Streichhölzer wahrscheinlich. Kann ich mir angucken, was das ist? A Book of Matches. Ah, ja. Oh, das ist drauf gucken, oder was? Ah, oh, oh, ey, hallo. Guck mal. Hightech Nippamstemed Bar and Grill. Got it. Hightech, leck mich fett, ey. Ist da noch mehr? Nee, ist es nicht, okay. Brink, brink, brink. Oh. Chillen wir hier, oder? Dann müsst ihr uns jetzt auch nicht unbedingt irgendwie mit Geistern oder so prügeln oder irgendwelche dämonischen Machenschaften irgendwie aufdecken. Können einfach chillen. Ne, okay. Na gut. Anscheinend wird das Passwort erst festgelegt, wenn du es... Ja, schon klar. Das habe ich schon verstanden. Ich kann quasi so ein... Für mich selbst eine Zensur einbauen, die ich dann nur mit dem Passwort auch wieder aufheben kann. Ja, wir haben einen... Ein Wandschrank mit Essen drin. Ist irgendwas Interessantes? Licht? Ah. Die Kamerawinkel sind echt speziell, ey. Da habe ich nicht drauf geklickt, aber okay. Oh no. Okay, die werden zumindest am zweiten Mal so ein bisschen beschleunigt. Ich wollte es... Oh, ich klicke da dran vorbei. Pfeil heißt gehen. Got it. Pfeil heißt gehen. Aber ist auch sonst nichts, oder? Ah. Teppich? Oh! Schatz! Ich hab Sex Dungeon gefunden. Ja, hat gut funktioniert, das da. Einmal angehoben.
und geht wieder. Wir brauchen irgendwas, um das da aufzuhebeln. Got it. Klonk. Ich liebe das Game jetzt schon, ey. Das ist klasse. Okay. Wir gucken uns erstmal im Rest vom Haus um. Was ist denn das? Spüle? Ah, Glaswasser. Ja? Stay hydrated. Nee, 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 kannst ruhig mehr trinken. Kriegen wir ein Game Over, wenn wir einfach 5 Liter Wasser trinken am Stück? Dark Sex Dungeon. Ne? Macht mit. Er ist aber echt ein fucking gigantisches Küchengerät, ey. Also eine gigantische Küche, wollte ich damit sagen. Vor allem der Dämonen, die Dämonenstatue. Oder, was ist denn das? Eine. Das ist ja keine Statue, das ist ja eine nicht mal eine Einkerbung. Was ist denn, das Gegenteil von der Einkerbung? Ein Relief. Ein Dämonenrelief über dem. Über der Küche. Und hier mit. Ist ein kleiner Penis drauf? Ah ja, Penis-Emblem. Okay, im Kühlschrank ist auch nichts, was uns interessiert irgendwie. Da mal ein Gemälde. Okay. Was sagt die Musik uns jetzt? Aber möchte irgendwie, gibt's noch so ein. I am the official hint keeper. I watch your every move. Ask me for a hint if you are hopelessly stuck, but use me sparingly. Too many hints can spoil the game. Okay. Und Auge sagt gar nichts, okay. Das heißt, wir können nur Dinge da drauf ziehen auf die Beine und dann sagen die uns was. Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Warum ist die Perspektive so abgefuckt gerade? So, lass das hier oben. Ich finde sogar, dass man ihre blauen Outlines noch sieht. Ja, aber das. Da war jetzt schon was, oder? Oh, kann ich das skippen irgendwie, wenn ich schon mal gesehen habe? Oh no. Escape? Gibt's keinen Move-Forward-Knopf? Oh no. Oh no! Oder da drauf? Ah, okay. Ich kann es damit abbrechen. Nice. Nice, nice, nice. Tss. Ich sehe schon, die Lore-Keeper sind wieder unterwegs. Um jeden unsinnigen Wortfetzen aus meinem Mund zu dokumentieren. Wie es auch sein sollte. Ja, Perspektive ist echt fucked hier. Der Tisch ist einfach gigantisch. Bruder, das war ein Schloss, hast du gekauft, ey. Aber sie sagt doch nichts dazu. Abgefahren. The fuck? Was ist dieses Haus? Da kannst du 3 Zelda-Spiele stattfinden lassen. Auf deinem Grundstück. Haben wir ein Mausoleum mitgekauft? Scheint so. Wenn uns gleich Barry entgegenkommt,
Oh, phantasmagorica lady, you almost been a Jill sandwich. ich bin im Kreis gelaufen. Das war mir nicht klar. Okay. Das habe ich nicht verstanden, dass ich gerade im Kreis gelaufen bin. Eine Perspektive und sowas. Ganz wild. Oh. Katze. Okay, Zeitschrift. Mal drauf gucken. Können wir. Wird aber nicht so hilfreich, glaube ich. Sagst du was dazu? The local newspaper. Also Hint Skeleton hat auf jeden Fall eine butterweiche Stimme. Kannst du nicht meckern, ey. Okay. Feuer. Feuer. Ganze. Oh. Hey Spaz. How you doing, Kitty? Spaz? Das ist doch keine Rolle für eine Katze. Wenn das meine Katze wäre, wird die Orang-Utan Klaus heißen. Das ist ein Katzenname. Oder Telefonmann. Das ist ein Katzenname, ey, nicht hier. Ah. Bela Lugosi in seinen jungen Jahren. Listen to them, children of the nights. Für den Namen Spatzek. Oh, wow. Uff. Wo sind wir jetzt? Okay. Das Klapptor ist zu. Sie wirkt bei allem, was sie macht, so sau verwirrt. Geh ich halt wieder. Naja. Nicht ziehen, drücken. Ich speichere mal wieder. Ich traue dem Game ja nicht. Da war das. Ist das ein Zeitmeter oder ist das ein Fortschrittsmeter? Safe. Oh. Can you play the piano in Phantasmagorica? Das ist ein selbstspielendes Piano. Was ein Flex. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and hurt you. Transylvanian. Rick Astley. Oh. Ist ein Vape? Das ist kein Vape. 95 gab es noch keine Vapes, glaube ich. Again, Perspektive. Die Frau ist einfach jetzt 1,10 Meter groß plötzlich. Absinth. Ja, Absinth nehmen wir immer. Da kann man sich alle möglichen Wave-Files reinziehen. Definitiv. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Du nimmst aber nicht mit in Absinth. Okay. Aber noch keinen Grund dafür wahrscheinlich. Auch zu. Du hast dieses Haus gekauft, ne? War einfach so ein Dämonenflügel. Damn it, it's locked. Existiert. Du hast keinen Schlüssel davon. Wobei, wenn du die Tür aufmachst, dann sind keine Dämonen hinten dran. Das ist einfach Kratos und wartet. Und schleift seine Axt. Okay, gehen wir nach oben. That Wandteppich, though? Würde. Thank you.
Und eine Cutscene, yay! Dieses Haus ist unendlich fucking groß, ey. Und hier im Keller, oh mein, oh! Schade, ich habe das andere Sex-Dungeon gefunden. Das Sex-Obergeschoss. Weißt doch. Der Dude, der für Christopher Lee den Dracula spielt, wenn er gerade keinen Bock hat. Der fucking Zylinder, ey. Ich komme nicht darauf klar. Christopher B. nennen wir ihn jetzt. Kannst du mal von einem Schlafzimmer in der Küche joggen und den Sport von Tag abhaken, ist so. Brauchst du echt so ein, da brauchst du so einen Stadtführer, um aufs Klo zu finden nachts. Aha. Ringo. Oh. Fabring gefunden. Sie sagt zu nix irgendwas. Wo ist das Gäste-WC? Welches von den fünf? Fünf? 15. Oh. Das iPad drin. Keine Schublade, ist echt ohne verknotetes Kabel drin. Hier hebe ich meine 3 Zigaretten auf, die ich besitze. Okay. Kann ich nicht draufklicken oder so? Ne? Ich bekomme so ein JPEG von dem Ding. An dem Bett sind auch die 4 Pfosten, werden nur von so Bubi-Statuen festgehalten. Also. Nimm das da Schlafzimmer und mach alles, was rot ist, schwarz. Und ich bin happy. Was passiert gerade? Oh no. Ich sehe so einen Freddy Krueger-Moment. Komm. Erst mal zweites Nickerchen gemacht. Oh. Ah. No. Die russische Nationalhymne frisst uns auf. War in dem Kaffee drin, Tante. Don! Don! I'm done with this game. Don? Honey, you okay? Oh God. 3 Minuten später. What? The bed grabbed me. The bed grabbed you? Yes. Oh, here, calm down. Calm down. Wait here. Wait here, all right? Just wait here. I'll show. No, don't. Just calm down. See? It's okay, Ela. See? Nothing wrong. Goodness. This old drafty house has your imagination going, doesn't it? Sweetheart. I've got to get back to work. Are you going to be okay? Yes. You sure? Yes. Mm-hmm. Okay. Just calm down. Nehmen Sie nicht so ganz ernst, habe ich im Urin. Er ist so ein bisschen herablassend ihr gegenüber. Ach, die Tante hat wieder Wahnvorstellungen. Das Bett, das macht doch nix. Frauen, kennst du, ne? Okay, ich geh einfach. Das Bett kann mich machen.
Tifex, hello. Schönen guten Abend. Na du? Und Prism Tales, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön, Dankeschön. Und mein linkes Ohr mochte diesen Mii-Sound sehr. Kriege ich Kontext dazu? Oh, dann nimmst du mit, okay. A deck of tarot cards. Tarot cards. The art is terrible. Oh, it's not, never mind. Was ist das hier? Der Tarot. Tatort, Tarot, Tarot. Tarot. Hm. Never mind. War ein Versuch für einen Witz. Hm. Gänse, Gänse! Wann immer ich so semi-Macho-Verhalten sehe, oder nicht mal Macho, das ist das falsche Wort, so mir fehlt das richtige Wort gerade dafür, kommen mir automatisch Mario Barth und seine Fans in den Sinn. Ich weiß nicht warum, ist vielleicht Zufall. Aber jetzt guck doch in jeden Spiegel rein, ne? Ja gut. Wir zwingen dir quasi. Mehr Hände, keine mehr Hände. Ne? My dearest Gaston. I can't wait to see you, my angel. It's been far too long. Let's take a few moments for ourselves during Zoltan's party next week. We'll meet in the gazebo, away from all the revelry. Angel, how I yearn for your sweet kiss. Your strong arms holding me tight, protecting me. And oh, my dear, I need protecting. I'm afraid my husband's beginning to suspect. He watches me night and day. Perhaps we can steal away, run away. Forever from his sight. My only consolation is thoughts of you, my angel. Always your adoring love, Marie. Oh, sehr süßer Brief, Marie. Hast du das in dem Haus mitgekauft, diese Briefe aus dem 17. Jahrhundert, oder hast du die mitgebracht? Ich habe so Fragen zu dieser Hauskaufsituation im Allgemeinen. Chauvinistisch ist ein, ja, das ist ein gutes Wort. Dankeschön. Ah ja, Bildbetrachtung.mp4. 3, sorry. Pianomann, kannst du mal einen Song spielen, für wenn jemand ein Porträt anguckt? Klar. Aber sei mal ehrlich, musstest du nachgucken, wie man chauvinistisch schreibt? Weil ich muss 8-mal lesen, bis ich wusste, welches Wort das ist. Wenn ich hasse meinen tiefen Respekt da noch, ey. Also noch mehr. Ne, mehr ist ja nicht. Wir gucken uns auch seit 20 Minuten einfach Dinge an. Du hast es richtig geschrieben, Respekt, ey. Das ist eine eigene Titelmelodie. Wenn ich irgendwann ein Bild von mir malen lasse, dann soll das auch direkt einen Theme-Song mitbekommen. Also die semi-reichen Leute haben dann einen Maler irgendwie angestellt, der sie dann porträtiert. Und die richtig reichen. Du musst schon verbal dich mitteilen. Okay. Are you okay? Yeah, the screwdriver slipped. It's a damn drain. Let me see. Oh, I'm okay. Really, Oh, erst mit dem Finger in die Wunde reingefasst. Drain cleaner. Do you have any? I don't think so. Okay.
pipes really are clogged. Is there anything I can do? Kista. Yeah, hand me that wrench. Thanks, honey. Das ist die gleiche Kiste. Tiny Crest, Tom. This side up, okay. Ich weiß ja nicht, ob das... Die Texturen sind sehr, sehr, sehr wild in dem Game. Oh, was ist das? Perspektive, what the fuck? That lamp is not secure yet. The fuck ist diese Perspektive? Sorry. Oh Gott. Okay, wir waren plötzlich 8 Meter groß. Na gut. Ich geh. Wird mir zu wild, ist da. Bye, Schatz. Sterb nicht beim Zusammenbauen von dem. Oder Abbauen, besser gesagt. Von dem. Holy shit. Der Dark Souls-Raum. Eher der Lies of P-Raum. Let me look. Okay. Ja, die semi-reichen Leute haben sich porträtieren lassen. Die richtig reichen Leute haben noch so einen Musiker engagiert, der einen Song für das Bild geschrieben hat. Und die richtig fucking Reichen haben noch den Dorfmagier engagiert, dass jedes Mal, wenn jemand aufs Bild drauf guckt, die Melodie in dessen Kopf spielt. Dann bist du reich. Ja, die Hose sitzt immer noch. Du hast vor 3 Sekunden erst gecheckt. Aber der Stuhl macht auch so sein eigenes Ding. Wollen wir ihn anzünden vielleicht? Nee? Okay. Wäre jetzt so meine erste Reaktion. Stuhl ist sus. Anzünden. Au! Ein AP verloren. Au! Noch ein AP verloren. Sie lernt aber auch nicht dazu, ne? Au! Okay, ich hör auf. Ist ja gut. Aber hier ist nicht mehr. Okay, der elektrische Stuhl ist auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall was. Oh, warte mal. Andere Perspektive plötzlich. Ja, aber... Okay. Oh. Da geht's nach oben. Wie groß ist dieses Haus, bitte? Oh, das war das hässlichste Babybild, das ich je gesehen habe. Das da. Oh, das ist mit einer Kartoffel, wo jemand so ein Babystrampler neben dran gelegt hat. Oh. Oh. Jeez. Er hat einfach sämtliche Gefühle in den Fingern verloren, indem er sich 8-mal hat pritzeln lassen. Du gehst mit den Verletzungen von deinem Teddy ungefähr so sorgsam um wie den Verletzungen von deinem Husband, ey. Oh, Teddybär. Hups. Seht ihr das auch? The fuck? Gehört die schwebende Glibbermasse auch zum Haus? God, what is this? Ghost jizz. Die schon alles auf ihren Pulli geschmiert hat, ey. Der ist nicht mehr orange. Der ist gar nicht mehr orange. Ja.
Nationalis. Happy luck. Lass dich gut in den Schlaf lullen. Nochmal? Nee, das Gleiche, ne? Okay. Ich würde das Haus vielleicht zurückgeben. Da ist alles kaputt. Und da ist viel zu viel Zeug drin. Aber auch die arme Schauspielerin, ne? Die muss dann so einen imaginären Türknopf angreifen. Und der Director so, das machen wir im Post schon, der das gut aussieht, ne? Why there's a key stuck in the keyhole? Der war nie orange, der Pulli. Nö, ich ziehe mal weiße Pullis an und wenn die schwarz sind, dann kommen die in die Wäsche. Der Winkel ist aber auch sehr speziell, ey. Aber was mit dem Teddy muss ja irgendwas heißen. Nie wieder auf das Haus. Haben die so ein Haus gebaut, das einfach so wie Minecraft sich immer procedurally weiter generiert, dass immer neue Räume generiert werden, wenn man weitergeht? What is this thing? What is this thing? Chinesischer Drachenbong. Ich weiß es auch nicht. Ich habe aufs Sofa geklickt, aber ist okay. Oh, wir können malen. Können wir? Oh, das Haus hat auch so eine Kunstgalerie mit so einem aktiven Brunnen in der Mitte. Und Marmorwänden. Julius Caesar wahrscheinlich, dass die Tränen in die Augen treiben würde. Von Neid. Leonora wahrscheinlich. Wissen ja unseren Namen eigentlich? Ich habe nicht aufgepasst. Schütze? Kittel? Okay. Ein Harthof. Harvey. Hildegard. Und sie legt alles wieder weg. Aber so alles. Ich habe nicht mal ein Konzept davon, was unsere Aufgabe überhaupt ist. Okay. Honey Sweetheart ist der Name, okay. Kurzform für Hannelore Sweetheart. Das ist ein Badewannendesign, glaube ich. Oh. Ist okay, von mir aus. Puller du. War jetzt nicht unbedingt meine Intention, aber wir haben auch 2 Gläser Wasser getrunken. Die müssen wieder raus. Good. Hände waschen. Sehr gut. Vorbildlich. Nicht, dass man hier denkt, das wäre okay. Pullern und Hände waschen. Nice. Wir haben diesen ganzen Raum designt. Ne, warte, das ist noch mehr. Und noch einen Spiegel zum Reingucken. Ja, Moment. Bürste, okay. Ich will jetzt nicht irgendwie so ein falsches Licht auf sie, aber
Sie macht ein bisschen den Eindruck, als wäre sie hauptberuflich Frau, also Ehepartner. Ja. Ja. Sehr gut. Was ist Ihnen so wichtig in dem Videospiel? Also, wenn ich in dem Game nicht meine Hände einreiben kann, dann, nee, geht gar nicht. Brudi. Erst die Hände eincremen und dann waschen. Das ist eine ganz scheiße Idee. Ist das da? Dann habe ich ein bisschen Rouge. Bisschen nachpudern. Liegt noch was. Das Lippenstift wahrscheinlich, oder? Komme ich da auch hin? Nee, komme ich nicht. Gut, dass wir 5 Minuten unseres Lebens damit verschwendet haben, bei der Bartroutine dazu zu gucken, die wir nie wieder zurückkriegen. Also die 5 Minuten. Die Bartroutine bekämen wir zurück, wenn wir wollten. Okay. Bin mir nicht ganz klar, was unsere Aufgabe ist. Oh, das ist so ein Wahrsager, oder? All right. A token. I'll try it out. Die war auch im Hauskauf mit einem Griff, nehme ich an. Evil will walk once more. Deutsche Seite, das Böse geht wieder. Ja, richtig so. Nee, lassen wir uns hier keinen Scheiß anquatschen an die Backe, ey. Ne, hör mal. Nochmal? Ne, geht nur einmal, okay. Böser, wie auch geht. Waren wir da schon drin? Ah, das ist hier das. Okay. Aber ich habe jetzt auch nichts gefunden, wo ich irgendwas machen könnte. Ich gehe mal wieder raus. Ist aber raus, ne? Ja, okay. Da waren auch 1002 Sachen. Okay, ich kann da hochgehen. War ich da schon? Das ist neu. Aber sie sagt so gar nichts irgendwie. Ich könnte irgendwie dann so draufklicken und dann. Ne? Wild. Okay. Wir kommen zu Mist. Ist das eine Kerze? Nö. Okay, gehen wir wieder. Kann ja nicht sein, dass einfach nichts ist. Doch, hier ist nichts. Ja. So, wir waren schon darüber, glaube ich. Wann war? Darüber schon?
Cool. Das war sinnvoll. Können wir das irgendwie anzünden oder so? Können wir ein Newspaper darunter schmeißen? Ne? Können wir irgendwie die Tarotkarten? Nee. Okay. It's too far. That'd be a long jump. Zum Glück ist hier so ein Baumstumpf. Ganz zufällig, okay. Können wir auch nicht mit interagieren, ne? Newspaper. Oh! Love it. Klug. Kluge Idee. Wir brauchen vielleicht noch was, um das halt rauszustoßen, aber. Newspaper ist schon mal. Schon mal guter Ansatz. Und Auto dort JPEG. Steht hier rum, ey. Okay. Ah! Wir fahren auf ins Dorf, ja, weißt du? Und welcome zu Stadt. Ich halte die Welt nicht mehr aus. Wie groß ist dieses Anfangsgebiet, ey? Welcome to Nip. Doggo. Mit der Zeitschrift gedatscht. So, boff. Kann ich hier Tarotkarten legen? Ne, kann ich ja nicht. Briefkasten? Erstmal Briefe klauen. Was mit ihr? Mr. Malcolm Winsworth. Okay. Nehmen wir den mit? Ne, nehmen wir nicht. Okay. Kann man da vielleicht Feuer drin machen? So entspannt mit dem Hund. Ey. Ja, ich gehe ja schon, ist ja gut, chill. Schreie mich dich an, Buddy. Oh. Der erste andere Mensch, den wir sehen, neben unserem Mann, und kann ich mit ihm reden. Geschlossen. Lou and Antique. Ne? Lou and Antique. Robert Thompkins Realty. Nipawomset? Was ist das für ein Name? War irgendwie ins Haus reingelaufen, Mann. Well, hello there, little lady. What can I do you for? Was ist mit ihm? Yeah, are you Bob Tompkins? When's the last time I took a look? My husband bought a house from you. Too bad you got a husband, honey. Was ist mit ihm? Ekelhafter Schmierfink. Love to do that. What's his name? Asshole. What was that? Gordon. Donald Gordon. Gordon. Gibt's deinen Mann gerade Asshole genannt oder ihn? Gordon. Kontext. Donald Gordon, here we go. Oh. Who's them people what took over the old Caravash estate? It's Carnavash. I remember now. Your husband was that photographer. What takes the pictures for those magazines?
Yeah. Well, my husband works for several magazines. Yeah. He's doing a project for Newsday magazine right now. Yeah. And you, little lady, you're a writer, huh? Yes. I'm a novelist. Oh, a novelist. So what have you noveled? Have you heard of a book called Blue Moon Rising? No, can't say I have. I'm not surprised. Well, young lady, unless there's something else, I think we'll cut this chit-chat for today. I got a lot of work to do. I got another client I'm going to meet. Yeah, I bet you do. Well, thanks. Hey. Wir haben zumindest jemanden gefunden, der ein größeres chauvinistisches Arschloch ist als unser, als unser Mann. Ist das ein Fortschritt, oder? Was machen wir jetzt? Setzen uns dahin und chillen bei ihm einfach ein bisschen. Ah, ich fühle mich einfach in der Nähe von Arschlöchern so wohl. Ich möchte einfach sitzen. Der denkt sich um. Was ist mit der Frau? Gut, denke ich mir auch gerade. Okay, weißt du was? Ich hätte es gehofft, dass in Kapitel 1 halt mal irgendwas passiert. Und ich will einfach Point-and-Click-Sims spielen. Ich guck mal, ob ich einfach mal in Chapter 2 reinskippe, weil wir werden das eh nicht spielen oder durchspielen. Das ist gar nicht die Intention. Aber nur mal zu sehen, was das Game noch zu bieten hat, weil ich wollte eigentlich auch schon gleich mit dem nächsten weitermachen. Bye! Shotgun-Sound für die Tür einfach genommen. Oh! Dem können wir auch nicht reden. Ja, genau. Nippa Womset General Store. Was schau mal. Was liegt denn da? Ah, ist ein Doggo. Auch zu. Er streichelt das Boot. Doggo. Wir können mit Hund interagieren, aber nicht mit hey, den Dudes. Fella. Pet the Doggo, yes. Oh, good boy. Ich würde nicht auf fremde Hunde zugehen und einfach anfangen zu streicheln, aber ist ein Videospiel. Das passt schon. Okay. Ist in der Tat viel wichtiger. Wie bin ich jetzt da rausgekommen? Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Okay. Weißt du was? Kann ich denn... Also wenn ich Play drücke, ja, Play geht einfach noch. Ach, Play ist weiter, okay. Wir haben schon ein bisschen was gemacht in Chapter 1. Holy shit. Können wir irgendwie quit, move, Schuhe. Start new game. Name your game. Fuck. Fuck. Chapter 2. Ich habe einen Schlüssel, okay. Was passiert in Chapter 2? Okay, unser Haus wird immer mehr zu einem mittelalterlichen Folterschloss. Starting my new book. So what? Did you go buy the drain cleaner like I asked you to? What? Drain cleaner? Don't be coy with me. I asked you several times to go buy me drain cleaner. Now, did you do it? Well, I know
You said the sink was clogged in your dark room, but you never asked me to go get you any drain cleaner. I would have remembered something like that. You know, this is just like you. I bust my ass for you all the time. You don't do anything but sit on your butt like you're doing right now. What? What is wrong with you? I don't understand. Drama. Fine. The next time you want something, don't come crawling to me. Okay. Fine. I'll go to the store and get your goddamn drain cleaner. Drama. Ich brauche einen Snickers. Ich brauche eine komplette Auffüllung mit Nougat, der Mensch, ey. Einmal so von oben bis unten. Alle Körperinnenräume mit Nougat ausgefüllt, dann geht's ihm besser. Schreit seinen Mann an. Ja gut, dann kaufe ich dir halt Rohrreiniger. Und verschwende die nächsten 2 Stunden damit, im Schlafzimmer rumzugammeln und random irgendwelche Dinge anzufassen. Okay. Money. Oh, wir brauchen Money. Wahrscheinlich, um... A $5 Bill. Ich glaube, Bill ist mehr wert als nur $5. Also ganz ernsthaft. Bill ist ein unbezahlbarer Mensch. Ein lebendes Wesen mit Gefühlen und... Ach so, du meinst... Oh. Guck, ich versuche auch nur die Seltsamkeit des Spiels mit noch dümmeren Witzen zu überdecken. Manchmal funktioniert's. Oh, seid's offen? Ne? Also das haben wir anscheinend in Chapter 1 auch nicht gemacht, dass da dann... Okay, wir wissen Bescheid. Like, aber wo läuft das hin? Wo führt das Game hin, ne? Wenn Chapter 1 ist, quasi lauf im Haus rum und Chapter 2 ist, lauf mehr im Haus rum. Der Schlüssel, maybe? Was ist das für einer? A large skeleton key. Skeleton key. Nennt man die Art von Schlüssel im Englischen einfach so? Chapter 3, der Keller. By the way, lass mal. Ich will inzwischen einfach nur noch mehr Cutscenes sehen. Vergehen. Chapter 3. Wir sind immer noch im Haus. Generalschlüssel, hä? Oh, Picknick. Geht unser Boy wieder besser oder ist er wieder angepisst? Er ist angepisst, okay. Oh, meine Frau wieder Picknick machen, ey. Don't you think, honey? Yeah, I guess so. So good to get you out of that dark room. Yes, Beth. Well, I've got work to do, Adrian. We're not finished yet. Don, it can wait. You need to take some time out to relax. You're so stressed out. I've got publishing deadlines. Can you understand that? You see, I don't get the same ass-kissing royal treatment your publisher gives you. Wow. Don. What the fuck? How can you say that? I certainly do understand deadlines. Sehr viel Hall dafür, dass wir gerade draußen sind. Nothing. It's a headache, that's all. But I'm gonna go lie down. Maybe you were right. Maybe I need some rest. Das ist so ein bisschen Shining-Szenario, ne? Traum wieder eingepackt. Das Haus macht ihn irgendwie kaputt. Er war doch sonst nur so ein bisschen chauvinistisch und nicht so extrem chauvinistisch. Ich habe eine Zigarette beworfen. Ich glaube, es war nur eine Traube, aber könnte auch das
Erster gewesen sein. So. Okay, er macht was Essen dabei, ist okay. Was? War denn ein Hobbit am Baum? Wait, wo? Warte mal, hä? Wie komme ich zu dem Baum? Wo zur Hölle war ich gerade? Da. Ach, hier in dem Baum wahrscheinlich. Da, war das der? War das der? Was ist der? Ah! Excuse me. Da war doch gerade an dem... Perspektive, ey. Alles fucking gleich aus. Okay. Ich will jetzt einmal wissen, wie, keine Ahnung, der Anfang von Kapitel... Sag mal, 5 mal aussieht. Ob sich da irgendwas ändert. Okay. Wir schlafen allein. Oh, wir haben einen Hammer dabei, einen anderen Schlüssel. Warum? Oh, du weinst Tränen. Blut. Ach, aus ihrem Arm läuft Blut raus. Nee, nee. Die Schwitztränen. Blut und Tränen geschwitzt hat sie, ey, Hammer. Hätten wir mal Tabasco. Das wievielte Schlafzimmer ist das? Achso, nee, ist das gleiche wie eben, weil da der Laptop auch ist. Ich muss einen Sneaker im Bett. Die hat zu Beginn einmal den Zeitbub gezeigt, seitdem zieht die nichts mehr aus, die Frau. Das war in ihrem Vertrag einmal so drin, dass die... Okay. Get out! Do not... Sieben... Sei... Trust... Silvester. Was ist das? A fireplace poker. Fireplace, fireplace, poker. I tried. Hier, mehr Schlüssel. Das da sieht aus, als müsste man so ein irgendwas davor halten, dass nur ein paar Buchstaben rausgucken noch quasi. Ups. Jetzt war so mad, dass man das Passwort eingestellt hat. Auf den ganzen Rechner verschlüsselt. Der wäre eher so angry, dass er den ganzen Laptop aus dem Fenster schmeißt, glaube ich, ey. Static TV! Ich kann mir vorstellen, ich sag mal im Jahr 95 oder so, wo das rauskam. Jetzt, ob die Grafik jetzt geil ist oder nicht, da kann man sich darüber streiten, aber. So ein doch recht komplexes und großes Point-and-Click. Das war bestimmt schon interessant. Wenn ich jetzt mal so einen Tag Zeit hätte und nicht noch 12 Souls-Likes hätte, die ich... Oh, das ist ein Mund. 12 Souls-Likes, die ich gerne durchspielen würde, dann wäre das schon ganz cool, glaube ich, sich damit mal zu beschäftigen. Aber gut. Ich glaube, wir lassen es mal gut sein. Ich hätte jetzt mir ein bisschen mehr Horror und so weiter erwünscht von dem Horrorspiel, aber gut. Die schauspielerischen Leistungen mancher Mitwirkenden war Horror genug. Vielleicht habe ich ein Game ebenfalls hier rumliegen, das ein bisschen mehr diesen
dieses Verlangen erfüllt. Und zwar, es ist ein Game, wo ich in der Tat eben durch Zufall über GOG drüber gestolpert bin. Und zwar ist das Game Veil of Darkness. Und ist auch ein Point and Click. Veil of Darkness, das ist doch. Was so, also es ist noch um einiges älter. Das ist von 93. Bisschen älter. Ups. Oh Gott. Please don't kill my Rechner. Please don't be so loud. Thank you. Okay. Das ist ein sehr schöner Startsound. Dankeschön, Videospiel. Das ist genauso. Genau so, was hätte ich. Ach, schön. Ah, ist das nicht schön? Nee, ist es nicht. Soll das so klingen? Okay. gut. Ja. Ah, and if he denies the Dark Lord his place of rest, the veil of darkness shall be lifted, and the evil reign of terror shall at last come to end. Ist mal ein bisschen größer, das da. Weil ich immer so klein ist. Ich kann es nicht größer machen. War ich für euch größer? Moment. Eine Fledermaus, Vorsicht! Nein! Gib acht! Oh. Oh mein Lord! Das ist Batman! Warum jetzt wieder klein? Entscheide dich mal! Okay. Die Fenstergröße macht, was sie will. Okay. Dann, you've flown your small cargo plane somewhere. So a flight over the dreaded... Ich weiß, ich kann mich leiser machen. Die Musik, da fetzt mir die Ohren weg. Schau es gleich nochmal neu, glaube ich. Noch drei Sachen einstellen, gerade auf Twitch. Oder ihr lest es mit. Das wird schon. Lass mir da noch drei Sachen hier auf Twitch bitte einstellen, damit der Chat auch weiß, was wir zur Hölle gerade spielen. Oder Twitch das weiß. Dana, schönen guten Abend. Hello. Ja? Wir kriegen das noch perfekt auf die Bildschirmgröße angepasst, wenn ich das Game lassen wird. Also. So. Und wir fahren seit 2 Stunden Flugzeug. Kann man irgendwie skippen das da? Das ist eine Option. Oh mein Lord. Herr Graf Dracul. Und du denkst, dass es da nur 2 Jahre älter ist. So von der Grafik her und auch von der Musik her, als jetzt von Desmogorica. Das ist schon wild. Oh shit. Windshields and engine hopefully destroyed by the sinister bats. Your plane. Okay. As you brace for the inevitable crash, you attempt to. Oh
Lily, hello. Ich habe eine Kostüm-Idee geklaut. Welches Kostüm? Sieh immer so aus. Amazed that you are still alive. The last of your strength. Okay, das geht sauschnell. Ihr könnt lesen, ne? Ihr lest mit. Ihr lest schon mit. Noch Korpsband machen, das ist kein Korpsband, das da. Von daher, nichts geklaut. As a shadow band. Together they descend into the village below as day gives way to night and the fog closes in. Okay, wir fliegen da rum. Fledermaus griff Flugzeug an, abgestürzt, got it. Hello, young lady. Thanks for saving me, maybe. Ah, und jetzt wieder groß, oder was? So, Hölle ist in dem Spiel los. Warum? Warum ist es wieder groß? Was ist los mit dir? Wenn Spiele die Auflösung ändern, ist mein Favorite. Good. Ja, nochmal. Game as Veil of Darkness ist ein, auch wieder ein Point-and-Click. Ein bisschen anders als Phantasmagorica. Erster Pixel-Grafik, zweitens von dem, was ich gesehen habe, auch eher ein Combat-orientiertes Spiel. Mit Feinden und Kämpfen. Sah cool aus. Keine Ahnung. Wir schauen mal rein. Oh, my head. I feel like I was slammed by a speeding truck. I'm a little dizzy too. Perhaps you should lie back down. Father said, it's a miracle that you're even alive. Oh, yeah, I'll be alright. Typische Männerreaktion. Ey, oh, passt schon. Flugzeug abstürzt, kein Ding. So who are you? And where the hell am I? Last thing I remember is, Father will explain everything. He asked to see you as soon as you regain your consciousness. As for your name is... your name. Your name is... Also, ihr Name ist... Djandre. And you are... Enter your name, please. Smombo. Fabts. Fombo. So, das wollte ich fast so schreiben. Somobo Fabti. Das ist mein Name jetzt. Hallo, mein Name ist Smombo. Smombo Fabti. Das ist auch ein Pokémon-Name, das da, ey. Smombo Fabti. I guess you should take me to your father then. We wouldn't want to keep him waiting, shall we? Daddy, ja. Bisschen. Father wishes to speak to you alone, so you had better to go by yourself. I'll stay here and tidy a bit up. Okay. You can find Father in his study. Just go down the stairs and in the hall through the first door on your right and enter the room straight across the... Bruder, hast du Navi vielleicht vor ihr Haus? Ist ja genauso groß wie das andere. Thanks. I'm sure I find my way. Maybe after I get some answers, we'll have a chance to talk some more. I would like that, but knowing Father, he'll leave you little time to flirt with his younger daughter. His only daughter. Flirten? Whoa, 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 lady. Ich meine... Aber den Namen klaue ich mir ganz so gerne. Welcome back, Giulio. Hey, ne? Oh, die Mausgeschwindigkeit ist auch speziell. Kann man das Fenster größer? Frage 1, kann man das Fenster größer ziehen?
Ja, es gibt auch Tasten, womit man das Game größer machen kann, oder? Kann man googeln. DOS-Box. Hotkeys? Hotkeys. Special Keys. Fullscreen Pause. Oh ne. Das gibt eine Option, das Fenster einfach größer zu machen. Kann Fullscreen machen, bringt mir nichts. Okay. Auch nicht so klein jetzt unbedingt. Schon, aber. Wollen wir mit ihr nochmal reden? You had better not keep father waiting. He's most anxious to talk to you. Okay. Oh, die Steuerung ist ja wild. Oh, wir klicken quasi und wenn wir gedrückt halten, läuft unser Charakter in die Richtung. Machst du halt Retro-Special. Yes! Yes, ich hab's eben gesagt, aber nicht in Streamtitel geschrieben. Hab ich gerade nachgeholt, glaube ich. Hoffe ich. Would you like to play this game with full, simplified or easy combat? Machen wir simplified, bitte. Für den Anfang. Nothing to hit. Oh, wir können links und rechts zuschlagen. Wir haben ein Schwert dabei. Oh mein Gott. Ich mochte das Intro sehr. Mit fucking Dracula, der uns unser Flugzeug zum Abschützen gebracht hat. Daddy-o! Oh, I see that you're alive, Mister. What? Sein Name ist viel schlimmer als mein Smombo Flombo Wop. Mr. Christopher Fischke will be most pleased. So I've heard. I believe he's waiting for me. Yes. He is so pleased. Oh, he is so pleased. Don't keep him waiting. Mr. Christopher is a very busy man. But oh, ich kann was selber tippen. Look cute today. Ne? Hello. Boops. Pizza. Okay. Bye. Lord Schelmchen. Guck mal da, wer ich da reinschleicht. Ja, servus. Da rein, ne? Soll die Musik so? Das war falsch. Ich wollte nicht gehen. Und die anderen Türen haben nichts gemacht irgendwie. Ah doch, die. Das nächste Labyrinthhaus. Ey, was ist mit Retro-Horror-Games und gigantischen Häusern? Hast du das? Ah, vorne. Joe, wie heißt der? Jonathan Jepson. Wie heißt der? Hier der Chef von Spider-Man. Jonathan Joestar. John. Wie heißt der Chef von. Oh, schon ziemlich, oder? Joe Biden, richtig.
bisschen sehr. Gut, aber Spider-Mans Boss, und es kommen die Antworten nicht. Was soll denn das? What's the name of Spider-Mans Boss? Jonah Jameson. J. Jonah Jameson. Danke, Schämchen. Dankeschön, Dankeschön. Ist doch quasi das gleiche, oder? Okay. Hieß fast ein Jojo. Okay. I see that you're alive and well, eh? Oh, what the fuck? Matt. Wait, ich hab gar nicht gedrückt. Ich hab einfach eine seiner Charakterboxen, Sprechboxen instant weggeklickt. Matt! What the? Huh? Warum ist Text of Auto Advance? Metal. Okay. How do we not order? Eine Taste vielleicht, die jetzt so Dauer gedrückt ist irgendwie. Okay, cool. So. Airplay. Favor. Tool. Bye. Good talk, buddy. Good talk. Kannst du ihn punchen? Kann man ihn punchen? Dann speichere erstmal vorher. Safe. Yes. Success. Game saved. So. Smumble Fab D, this is the disk options menu. Mime save, restore, delete, change. Habe ich auch gerade gemacht, du Granate. You are? My, aren't you a violent one? Wir können ihn schlagen, es macht nichts. Knife. Stab him. Oh, ich habe mir das Knife gegeben, kann es sein. What is this? Don't you want me? Don't you have a hammer that I ask you to fetch? Please don't waste my time, Smumble. I've been generous. The least you can do for me is fetch the hammer. Oh, so dann den Hammer fetchen, okay. Oh no. No. Komm ich mein Messer wieder? Schon wie ranzoomen oder? Ich lade nochmal. Restore. Cess. Yes, very good. Fetchhammer time. Was ist mit dem Spiel los? Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Wir merken einfach, Horrorgames in den 90ern waren um einiges subtiler. Habe ich irgendwie so ein. Ich habe irgendwie ein Zar. Ist es da? Habe ich so ein Journal irgendwie? Ich habe so einen Sarg. Ich liege einfach im Sarg. Das war eine HP-Anzeige bestimmt. Nur so einen Maustreiber extra laden und eine Soundblaster 16 Pro für bessere Qualität. Wie mache ich das denn? Ich habe nicht so viel mit DOSBox gemacht. So ein. Aber es gibt sicher garantiert ein Manual für das Spiel. Das ist nämlich was man in der Art von Videospielern noch meistens braucht. Lass mal gerade sehen, das muss ja bei GOG mitgeliefert worden sein. Was haben wir hier so? Extras. Manual, yes. Okay.
alten Reference Cards. Was ist zur Hölle? Kann man die jetzt in. Okay. War ein Scherz. Früher muss man das tun. Würde mich nicht wundern, wenn man so eine DOS-Box noch irgendwie manuell irgendwie um eine bessere Spielequalität zu schaffen noch manuell einstellen kann. Okay, ich würde gerne das manuell runterladen, aber macht es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Oh doch, Herz. Hat es? Haben wir das gerade? Extras Manual. Dann mach's doch auf, du Granate. Okay. Ah, das liegt wahrscheinlich beim Game selbst dabei. Da. Ganz kurz. Okay, was war auch nicht so wichtig. Wir kriegen das hin. Ich will irgendeinen Hammer finden, gar kein Problem. Jonathan Joe Jepson hat gesagt, wir sollen einen Hammer finden, kein Problem, machen wir. Ist das die Enthauptungsklinik? Kneipe. Got it. Liegt denn darum? Oh, du musst wirklich pixelperfekt musst du den Gegenstand treffen. Dann nimmst du ihn auf. Dart. Ah. Kann man den von hier auf die Dartscheibe werfen? Ne? Ne? Ne, 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 machen wir nicht. Hab ich da hingelegt. Kann ich irgendwie equippen oder so? Jetzt habe ich ihn equipped. Anscheinend sieht so aus, in einer Hand. Ich hab die gerade irgendwo hingeworfen. Potenziell der Person an den Kopf gerade. Oh ne, ich hab einen gegen den Stuhl geworfen, okay. Die Steuerung ist ja mehr als wild. Das ist vielleicht eher so WSAD. Oh, ich kann mit den Pfeiltasten, was auch nicht viel bringt. Okay. Will aber auch nicht so wirklich. Okay, weißt du was? Du machst, ja, okay, passt schon. Did you hear? They still can't find Edward's body. Why, with all that blood in the library? I bet it was the werewolf that got a werewolf. Ah, if it wasn't a werewolf, I wonder how it got into his house. Who cares what got him? Edward was a mighty strange fellow, and he didn't care one bit about his fellow men. If it was the werewolf, don't you think that there would be something left behind? I mean, the werebeast doesn't eat cloth and bone. Who cares? The man is dead and gone. Let's hope that whatever got him doesn't get to us. Good. Sympathische Kunden haben sie hier. Was mit ihr? Oh, hello there. Why don't you pull up a seat? We'll talk for a while. My name is Sophia. Do you want a drink? Sure. Thanks, Sophia, but not now. I'd like to, but I've got some things I've got to take care of. Can't drink with the cute ladies in the bar. Gotta find a hammer. If you change your mind, you know where I'll be. Bye. Ich mag
unseren Protagonisten nicht unbedingt so sehr jetzt. Aber gut, kann man das Glas mitnehmen? Können wir nicht, okay. Was mit ihr? Oh, das ist die Old Hag wahrscheinlich, ne? Und das ist die gleiche Kombination, egal wie man anklickt. Got it, okay. Wenn wir im Bad hätten noch reden können, glaube ich. Karas, hello. Schönen guten Abend. Was ist da los? Pry Bar. Nice. Ach, schon so Semi-Pixel-Hand-Game ist da. Direkt im Arbeitslog, schönen Grusel, Dankeschön. Happy Lurk, viel Erfolg beim Arbeiten. Ganz viel Erfolg. Bau was Schönes zusammen. Falls du wieder an Games bastelst. Also wenn nicht, dann auch, aber speziell dann. Okay, mehr sehe ich auch gerade nicht. Wir haben eine Brechstange. Guter Anfang. Kann man die... Oh. Wir haben die equipped. There's nothing to pry here. Okay. Was mit dem Haus? Sieht ein bisschen abandoned aus. Weil die Kerzen brennen hier drin. So abandoned kann es nicht sein. Aber es liegen so Schädel im Schrank. Muss, glaube ich, mal... Ich glaube, ich gucke das Game über OBS. Da sehe ich mehr von dem Game. Nein, nicht unbedingt. Das ist schon ziemlich klein bei mir. Und dann ist Pixeljagd so ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir hin. Pry the Schrank open. Okay. Okay. Der Soundtrack ist auch was anderes, ey. Das Lavender Town, das Pokémon, so ein richtiger warmer Sommerwind im Ohr dagegen. Door is locked. Pry it open! Okay. Ich glaube, ich unequip mal wieder die Bar. Geht das irgendwie? Wie lege ich Dinge aus der Hand? Nothing to take. Kann ich halt werfen. Geht auch. Ob das so die beste Möglichkeit ist, weiß ich nicht, aber... Oh! Oh mein sweet Jesus! What happened here? Torn fabric. Is. Okay. Alles aufnehmen und umwerfen. Ich mag das Spiel. Wir haben Blut gefunden. Chat wird scary. Halte mich fest, bitte. Blende? Thing to take. Muss vielleicht doch mal gleich gucken, dass ich das Manual von dem Game irgendwie krieg. Aber das Gefühl, dass ich so irgendeine Taste oder zwei nicht ganz verstanden habe. So eine Untersuchen-Taste? Dass man hier vielleicht anklicken muss oder so? Das ist irgendwie... Ich hab Angst, halt mich, Papa Wind. Schaltisch. So gut, so besser. Oh mein fucking Lord. Oh,
Der ist nicht verschwunden, aber wir haben einen Hammer gefunden. Silver Coin, okay. Wenn das nicht der Hammer ist, Bruder. Okay. Nee, Hammer. Hammer! Bloody Hammer. Hat Jonathan Joe Jepson einfach den erschlagen und wir sollen die Mordwaffe wiederholen? War das irgendwie das... War das die Aufgabe? Komm, es muss doch so eine Prüftaste geben, dass du irgendwas sagst dazu, oder? Warte mal, ich habe jetzt eben... Ich habe eben über GOG versucht, das Manual runterzuladen und es geht einfach nicht. Er macht nichts, wenn ich draufklick. Mal gerade. Ob ich jetzt online finde. Veil of Darkness Manual. hier. Yes, hab's gefunden. Oh, das ist noch so oldschool eingescannt. Boah, pass mal auf. Übel. Guck mal. Prelude, the Forge of the Evil Hearts. Weiß nicht, warum ich gerade hier so unten bin, aber es ist okay. Nicht so schlimm. Erstmal 20 Seiten Vorgeschichte, ey. Das ist ein Videospiel-Manual. Ah, schon blind. Ah, das ist okay. Das wäscht deine Augen einmal durch. So eine Reinigung von innen quasi. Ja, there we go. Gaming Environment. 3D Overhead View. Head schon klar. Character guarded. Okay. Ja. Gameplay. Mouse Instruction. To move your character with the mouse, you place the pointer on the edge of screen direction you wish your character to move and press the left mouse button. The character attempts to walk in this direction. Got it. To move the character, okay. Character screen cannot be okay. Perform an action on an object once the character enhance. Left click, then action icon. Okay. Ich bekomme keine Hand irgendwie. To perform an action with an object in one of your character's hands. Also ich habe wieder Scheiße gelesen. Klar. To pick up an object, to drop. Wie untersuche ich irgendwas? NPCs. Keywords. Keyword instruction. Available icons assembled to 1-4. Directing. Okay. Hier. Keyboard Commands. Director Screen. Okay. Quit Game. Terminate Current Game. Alt-A. Alles klar. F9. Pause. Converse with nearest NPC. C. Take items your character standing on. T. Wild. Let me zoom. Braucht es da, glaube ich, gleich. Gut, ich mache es mal neben meinem Bildschirm. Da. Aber so untersuchen gibt es einfach nicht in dem Game. Kann das sein? Take items, use items, throw, display valley map, display auto map, print out a map. Displays the prophecy. F2. Displays the prophecy. What do you mean F2 displays the prophecy? Wir haben keine Prophezeiung bisher, okay. Aber ich will auch deine Streams gucken, auch wenn ich 90 bin. Deswegen muss deine Augen regelmäßig waschen. Mit hellem Licht. So geht das doch, oder? Nothing to take. Ne?
Ja, ein fettes Handbuch dazu. Es waren 35 Seiten. 35 Seiten bei dem Ding hier. Ich hab dann Hammer, Chef. Kein Ding. Die Mucke macht mich ein bisschen wahnsinnig, ey. Low-Pass-Filter hätte ich warnen können, aber jetzt haben wir die gute Musik. Ich mach die vielleicht auch aus und mach andere an, je nachdem. Aber mal gucken. Gucken, ob Joe Jabs mit uns reden will oder ob wir wieder Konversation Speedrun machen. Chef! You found it. You found the bloody hammer. Or as it is said, a bloody tool most foul. My thanks, Smombo Fububti. I'll give the hammer to Ivan once we have finished talking. Oh, can it be salvation for a moment? I doubted you. Schriftart ist was anderes. I thought, but now I'm sure you are the one. If it wasn't you, the hammer would never have been found. Found. Oh, I found the hammer, all right. Das ist ein Emote, das da, oder? Oh, das war ein E's. Coincidence? Oh. And good old Edward is dead. Dead. You are probably all crazy. No, Smumblefobbidobrap, not crazy. Well, at least not all of us. Cursed is what we are. And so it seems are you. All who find themselves in this valley of darkness are trapped by the veil of this land. The veil of evil darkness, maybe? But you, my friend, represent hope. Hope for us all. You can deliver us from Karin's evil embrace, so we can be free to leave this valley. Who's Karin? This Karin, who is she? Karin? The very name stings my tongue. She was a man, but now she's no more than a monster, a vampire, a creature that lives by drinking the blood of others. She's old and very powerful. Take these. They're pages from an old book that chronicles the history of the valley and of Karin. Read the pages when you have time. The story is much too long to tell. Karin? Nee, ist doch kein Name. Das ist ein Typo wahrscheinlich. Das soll Karin heißen. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about Fortnite. Fortnite. Kann ich Fortnite spielen gehen? I think you've got the wrong guy. I'm out of here, with or without your help. Don't think so. Excuse me. I don't think so, Splunkerfunker. But go ahead and try, like the others. Throughout the ages, many outlanders have been drawn to the valley, but not one soul has ever left. The mountains are high. High as fuck. And offer no passage. And those that attempt to leave go mad or are slain by creatures of the night. I haven't mistaken you for someone else. There are many things in the prophecy
that Jay don't understand, but the first few lines are clear. You are the one. And you will not escape until Karen is destroyed. Prophecy. You want me to believe that I am the one mentioned in this prophecy of yours? Prophecy. Okay, well, it's a prophecy anscheinend. Take the prophecy, Slumberer. Read the beginning verses, and you cannot argue with me. It is clear that you are the one. I have studied that piece of parchment all my life, and I can learn no more. It's up to you to bring down the dark... Well, Bruder, ich bin eben erst gelandet. Es ist deine Aufgabe, den dunklen Lord zu töten. Karen, if you want to leave this valley like the rest of us, that's exactly what you'll do. Escape. I promise nothing. I plan on leaving as soon as I get the chance. If that means fulfilling this prophecy, then Jay guess that's what Jill do. As you wish, Smombofopti, but I think you'll find there's no other way. If you want to know what to do, I will offer you some help that you need. You may come and go from my mansion as you please. Bye. Wir haben eine Prophasie. Ist das hier? Weiß man nicht. Das Fenster wird kleiner, wenn man die Prophasie anklickt. Oh. What? From the ever dark sky shall he descend in a bird of steel. Salvation for those who have been unrightfully damned. He shall deny the part he is destined to play until he finds the bloody tool most foul. Mein Jesus. Und he must free a man cursed for curiosity's sake and dispel one dead but forced to serve. Got it. Birds of Steel, real verified ancient prophecy. Richtig. Hat schon Nostradamus gesagt. Also, ne? Sorry, ihre Prophezeiung ist erst dann vollständig, wenn irgendwas von einem Vogel drin vorkommt, der aus einem Material ist, woraus Vögel normalerweise nicht sind. Und da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also. Namaste, you guys. Good morning. Namaste, you guys. Good morning. Double Raids. Holy macaroni. Namaste, you guys. Good morning. Summer, ein Sbeon und ein Heiko. Vielen lieben Dank für den Doppelraid, meine Lieben. Ein wunderschönen 300% Ratten Gulpopo. 300% Gulpopo. 300% Ratten Gulpopo. 300% Ratten Gulpopo. Ich nehme es einfach hin, ich frage gar nicht. Hi. Hallo, ihr lieben Raiders. Schön, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank, dass ihr vorbeischaut. Wie war euer Stream? Ihr habt heute Dingsdinger getan. Ihr habt heute Pen and Paper Dinger getan, ne? Sorry, ich muss mal ganz kurz. Muss mal ganz kurz hier raus. Hi. Die Musik mal gerade pausieren, während ich euch begrüße. Weil es ist ein bisschen anstrengend. Ist auf Dauer. Auf Dauer ist sie ein bisschen anstrengend, die Musik. Ah. Hi. Hallo Peon. Hallo Heiko. Vielen lieben Dank für die Raid. Schön, dass ihr hier seid. Hallo Matria. Hallo Max. Hallo Meister Umbreon, schönen guten Abend. Aradis, schönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Shova, einen wunderschönen guten Abend. Debli Mazera, einen wunderschönen guten Abend. Hello, hello, hello. Schön, dass ihr hier seid. Oh, Vermintide habt ihr heute gemacht. Wann?
Wann? Hast du nicht schon ein Pen and Paper Ding gehabt, die Tage, Pierre? Oder kommt das noch? Da habe ich nicht aufgepasst. Vermintide habt ihr gespielt. Ach, gestern war das. Der Winter hat gepennt wieder, ey. Gestern war das. Alles klar. Ich dachte schon. Der Heiko, der macht ja auch gerne mal Pen and Paper Zeug, habe ich mir sagen lassen. So aus zwielichtigen Quellen gibt's so. Ne? Dachte ich mir, das passt, aber. Nee, also Rattengulasch passt zu euch beiden auch ganz gut. Ne? Ja, der Peon war bei mir zum Pen and Paper. Ja, irgendwas, ich hab sowas mitbekommen. Mein geiler Zwerg, der die Gruppe ganz wuschig gemacht hat und Killsteals gemacht hat. Zwerge halt, ne? Das machen Zwerge, genau das. Peon und Pip. Ja, cool. Schön, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank für den Raid, meine lieben Mitgeradeten. Schön, dass ihr hier seid. Macht euch bequem. Mein Name ist Winter oder Mark. Sucht euch aus. Willkommen zum letzten Tag des Spooktobers. Heute ist Spooktober-Finale-Stream. Wir haben gestern im ersten Teil des Spooktober-Finale-Streams uns moderne Horror-Games angeguckt. Okay, die waren größtenteils von technischen Problemen geplagt. Und heute, und das Gegenteil, heute gibt es Retro-Horror-Games. Die sind eher horrible, weil alt bisher die meisten so und nicht wirklich viel scary shit passiert. Wobei das erste Game, was wir gespielt haben, war Kuon und Kuon ist klasse. Und gerade sind wir, also wir haben vor ein paar Minuten noch in Phantasmagorica reingeguckt. Ein relativ altes Horror-Point-and-Click. Und jetzt haben wir gerade mal noch ein anderes, so klassisches Point, naja, Point-and-Click nicht, aber so ein sowas-Game. Was ist denn das? Drag and walk and click on things game. Und gleich schauen wir vielleicht noch ein drittes rein. Aber es wird langsam echt spät. Wobei ich noch. Okay, pass mal auf. Ich hab noch ein drittes Game. In das ich erst kurz absteigen würde. Das hier ist echt interessant, aber die Musik ist stellenweise sehr anstrengend. Und ich würde sagen, bevor wir mehr Zeit verlieren heute Abend, war das jetzt einfach mal Veil of Darkness. Speziell, eigensinnig, nicht unbedingt meine Art von Spiel, aber es war ganz interessant. Und bevor wir zur Hauptattraktion des heutigen Abends gehen, linsen wir noch in ein drittes Game rein, das sich da nennt Realms of Hunting. Es wird ja in einer Stunde wieder zwei. Oh, wir haben Zeitumstellung. Oh, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Guck mal hier. Umso besser. Dann zeige ich euch jetzt noch ein ebenfalls sehr weirdes, altes Horror-Game. Semi-Horror-Game, ich weiß es noch nicht. Aus. Übernimmt wieder mein Rechner. Das liebe ich ja immer. Und zwar Realms of Haunting. Da habe ich schon mal vor Ewigkeiten reingeguckt. Und ich werde. Oh mein Gott, laut. Fuck! Stop! Ja, okay, ist ja gut. Ich mach's leiser. Ich würde es gerne allgemein leiser machen, aber das geht gerade nicht, weil das Game mein Rechner übernimmt. Sorry, das war laut. Einmal. Aha, there we go. Sorry, wenn wir das Game jetzt noch capturen können, dann wäre ich halt echt happy. Also, das wäre nice. Das wäre sexy, wenn das gehen würde.
Da? Ah. Gremlin Interactive Limited presents. Cool. Twitch mag mich wieder nicht und lässt mich das Game nicht ändern. Heiko geht Snacks klauen. Macht es. Bis gleich. Und auch das ist wieder so ein Semi-FMV-Game. Und nicht nur Semi eigentlich. Realms of the Haunting, das ist doch. Also wenn ihr jetzt irgendwas da schlau werdet, was ihr gerade seht, dann sagt Bescheid. Namaste, you guys. The next raid, Igor. Vielen lieben Dank für den... Was ist heute los? Ich komme aus allen Ecken. Hi. Vielen lieben Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Salut und ça va? Hi. Was mit ihm jetzt? My father died 6 months ago. That sucks. Since he and my mother divorced, we'd had our problems. I hadn't seen him as often as I'd meant to. Sorry. You know how it is. You think you've got all the time in the world to sort things out. There's always something else to be doing. Schläft so klein. You'll call him next week. Then the letter from the lawyers, and suddenly it's all too late. Nothing you can do. All the words you wanted to say. Silenced. Forever. Ich würde so melancholisch plötzlich. My father was the pastor at a Cornish village. Okay. He was well liked. Had time for everyone. Except his son. I can't explain it. But lately, I've begun to dream about a house. Incredibly vivid dreams. Mit 7 FPS, aber trotzdem sehr lebendige Träume. Oh. Ich träume von Low Detail Assets aus dem Unity Store. I had other dreams at that time too. Just as real. Sexy dreams. Well, quite the opposite. Not sexy, actually. I was certain that a cute woman, but... But that she really existed. Okay. Somewhere. Ooh, Phasmophobia. Then the priest came to see me. He was the kind of person my father always disliked and distrusted. Gute Perücke. Guter Schnurrbart. He shut the door in his face. But something stopped me. He said his name was Elias Camber. Apparently, he and Dad met at a conference a couple of years ago and kept in touch, off and on, by letter. He told me the letters had become very agitated over the last few months. Father had discovered something about a strange house on the outskirts of the village. Something terrible. Then there were no more letters. Just a parcel a week before Dad died, with a covering note asking Camber to make sure I got it. Almost all of what Camber told me was a lie. There's no priest of that name in Cornwall. I checked. Ooh. Dann weißt du, du hast einen Detektiv vor dir. Wenn so ein Shot in einem Spiel vorkommt oder in einem Film, dann weißt du, er ist Detektiv. But the dreams have been getting worse. Er durchblickt quasi die Schatten und findet das Licht. Oh mein Gott. Ah!
werde von Loras Feuer angegriffen. I opened the parcel. Fragments of some carved objects. Kekse. Some of the pieces are missing. Sind steinalt und leuchten. I've looked in every reference book I can think of. I'm none the wiser for what they might be. Loras Feuer. I do know they're powerful. Die Kekse würde ich nicht essen. So here I am. At the house Camber spoke of. The house of my nightmares. Es könnte ein erleuchtendes Erlebnis sein. I've been brought here by something. I don't know what it is. Or what it wants. Battle! Yes. David Twomey is John Haunting. Emma Powell as Rita Realm. Mark Find, okay. So viele Schauspieler. Wir haben erst drei gesehen bisher. Vier. Das Resi 2 oder 3 Police Departments. Oh. Der gleiche schlechte Blitzeleffekt wie auf meinen Keksen. Ich lieb sowas. Ihr Perspektive ist echt bockschwer. Aber sie haben es oftmals auch nicht versucht. So gefühlt. Was wie Peter Parker? Tut er das? Bisschen. Bisschen. Das ist das alte Haus von deinem Vater, oder? Ist das? Welcome back, Peon. Spider-Man mit Auto wäre Peter Park Car. Oh mein Lord. Ah, Realms of the Haunting. Oh. Das Game ist so klein. Oh Gott, Volume Settings, Subtitle Settings, Subtitle Settings nehme ich gerne. Ist alles an, okay. Oh, Furztrompeten. Ich muss die Furztrompeten ein bisschen leiser stellen, ey, das ist wild. Den Chris, das Resi 1 gespielt hat, ich schätze mal nicht. Erklärt. Schönen guten Abend. Jetzt kann man checken, ob ich das Game irgendwie größer machen kann. Bei mir ist es wirklich, es ist bockklein. Es ist winzig klein. Es ist minimalistisch. Aber das geht wahrscheinlich nur. Gibt es keine Taste, weil man irgendwie die Auflösung verdoppeln kann? Das müsste doch irgendwie gehen. Ich habe eben schon mal das hier, genau. DOSBox. Scaling? Skalieren. So, wie mache ich das größer? Okay, da muss er. Ja, so Eintrag für Scaler. Oh, nachdem ihr DOSBox gestartet habt, könnt ihr jeder das Enter Vollbildmodus, klar. Man kann Kleidung und Grafik aktivieren. Okay, da muss ich in den manuellen. Ah, da muss ich eine Option in den Ini-File wahrscheinlich rumbasteln. Oh, Menü, ey. Okay, ganz kurz. Ich
guck mal gerade, ob ich das auf Anhieb hinbekomme. Oder die Datei finde, besser gesagt. War es ja schon nice, wenn es ein bisschen größer wäre. Show Folder. BBB. Mapper. Nee. DOSBox Configuration. Oh. Gibt es ein Config-File, wo man es einstellen kann? Ah, ach, guck mal hier. Geht nur bis mal 3 anscheinend. Ah, guck mal hier. Ah, guck mal, ich hab's gefunden. So. Ich muss es vielleicht gleich nochmal ausmachen und neu starten, damit es es übernimmt. Quietst du? It crashed anyway. So. I guess that's okay. It did crash anyway. So. Ich hoffe, das passt so. Start Game. Good. Ja. Yep. Liebe es. Liebe es. Okay, der Händler macht nur Vollscreen. Das bringt mir nichts. Das ist zu groß. Okay, warte mal. Ich liebe, dass die DOSBox Configuration einfach nichts macht. Du stellst das Zeug ein und er übernimmt es einfach nicht. Es ist wunderbar. Es ist wunderfuckingbar. Rest mal nochmal. So, Save Settings. Save Settings. Gut, Start Game. Ja, es geht's. Okay. Caption bitte. Und nicht so übertrieben laut sein, wenn es geht. So. Ich hab nichts verpasst. Glaub mir. Oh, es ist schon da. Es ist irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Aber. Jetzt würde ich mal hier Capture aus irgendwelchen Gründen. Wird das gehen? Nee, das geht auch nicht. Hat irgendwas anderes Capturen? Oh mein Gott. Nee, das geht's. Ah, fixed it. Oh, das ist groß. Gigantisch, ey. So. There we go. There we go. Wir haben was. Wir haben was, wir haben was. Good. Aber das skippen bitte. Ah, okay. Nice, ich sehe sogar was. Das ist richtig schön groß. Play die Intro Settings. Also Input Settings, aber was dran rumbasteln. Mouse Speeds. Good. So viele Optionen. So sau viele Optionen. Oh, Rechtsklick macht's kleiner und links macht's größer. Alles klar, got it. Wir lassen es mal bei den Originalsteuerungseinstellungen. Was kann schon schief gehen? Chapter 1 is fucking loud. Shadows. Oh, das sind die Pfeiltasten. Oh, oh. Okay, Pfeiltasten gehen. Linksklick ist. Sorcerer. Liebe das Game jetzt schon, ey. Okay, mit rechtsklick gehe ich aber auch. He's holding a mask. Nach oben unten gucken. Geht sicher auch irgendwie.
There he is again. Elias Camber. There he is again. Elias Camber. Cult style robes. Cult style. Cult style. Cult style robes. Geht das noch? Probier nochmal die Steuerung umändern, meinst du? Ich habe jetzt die folgende Option. Ich guck mal, vielleicht. Das müssen irgendwelche Grafik. Das Bild, achso. Was hier? Sorcerer? Geht noch. Ist ganz wichtig, also ohne Sorcerer würde ich auch nicht spielen, das Game. Ganz ehrlich. Old suit of armor. All the pieces are wired together. Old suit of armor. Old suit of armor. Old suit of armor. Those eyes almost look real. Those eyes almost look real. Almost look real. Quasi Max Payne. Hi. Hell. This is really taking its toll. Mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror on the wall. Oh. Er ist der Spiegel verprügelt, ey. Okay, ein bisschen leiser machen, bitte. Ein bisschen sehr viel leiser machen. Sind fast realistisch aus, die Augen. Budge? This one stuck fast. Budge. Budge. Stuck fast. God, what a stench. God, what a stench. Oh, Schritt 1 in solchen Games immer. Achso, wie speichere ich denn? Wenn das hier macht Quit to DOS. Was hab ich denn für Tasten? Mal so ganz dumm gefragt. Tab. M. Oh! M macht das. Good to know. Gut zu wissen. M, okay. N. Oh no, Punkt und Komma sind links und rechts strafen. Mushroom, wie man kennt's. Sehr gut. Y ist Crouch, Klassiker. A ist springen. Ja, ich glaube, wir sollten die Steuerung umstellen. Jetzt so im Nachhinein. Ich glaube, das wäre eine Option, ey. Weißt du? Ist das auch in der DOSBox-Konfiguration drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh mein Lord, hier habe ich das gemacht. What the fuck? Ne, ist da nicht drin, ey. Ich könnte wieder sauber malen, das Bild. Warte, wir fixen das, kein Problem. Warte, kriegen wir hin. Nee, ist gar kein Problem. Oh. Oder so, das geht auch. Springen A gleich Ascent. Oh. Das ist einfach ein echter God-Gamer spielen mit Springen auf A, nur dass du es weißt. Nur Plebs leben das auf Space oder so. Fast. Wir brauchen den richtigen Schlüssel dafür. Oh ne, ich habe gerade nichts gefunden, damit man die Steuerung irgendwie anpassen kann in dem Game. Zumindest auf Anhieb nicht. Launch Settings? Was macht das? Weiß man nicht. Nichts erstmal. Oh no. Okay. Manual? Ah. Okay, ich habe ein Manual. Movement. Cursor Keys. Okay. Wir haben wieder ein cooles Manual, so ist es nicht. Gefällt mir auch sehr. Das gefällt mir noch besser als das Manual von dem anderen Game, was wir eben gespielt haben. Weil hier ist auf der Seite aus irgendwelchen Gründen. Wow. Adam Randall. Hier, Movement. Das ist schon speziell. Ist schon H für Crouch, H Displays
Oh. Ha. Oh mein Jesus. F1 Show Hide Weapon. Subtitles on off. Game Easy Normal. Switch Mouse Buttons. Cycle Through Screen Modes. Caps Lock. Run. Control. Control Fire. E-Inventory. Oh. Kannst du mal. Oh. Save Game. Empty. Ombrion, vielen lieben Dank für den Follow. Cool. Cool Game. Hanui, können wir irgendwie die Steuerung anpassen oder so? Knarren. Wir haben uns selbst im Inventar. Oh, das erzählt er gerade gar nicht. Ah, ich depp! Warte. Wesen wechseln. Ich war gerade voll in dem Game am Rumklicken. Ich habe gerade gespeichert und festgestellt, wir haben hier. Erstmal, was war's? H. Steuerung ist nämlich ein Wilds. Ja, F1, Show, Hide, Weapon, F2, Subtitles, F3 ändert einfach den Schwierigkeitsgrad. Cycle through Screen Mode. Was sind Screen Modes? F6. Well. Okay, das ist das Beste, was da. Aber es sieht eigentlich ganz nice aus, was da. So. Und wir bekommen gerade einen Fax. Oh, es ist ein zertifiziertes Dokument, wo drauf steht, du bist eine Pussy. Guck mal gerade nochmal in den hier, Dosbox Exe, Dosbox Config, das ist das gleiche, was da, ne? Ja, okay, das da macht nix. Muss doch irgendwo ein File geben, wo man die Steuerung umstellt, oder? Mapper? Oh no. Oh no, ja, es gibt einen Mapper.txt, wo Dinge eingestellt sind. Kann ich das irgendwie? Hm. Weißt du was? Kriegen wir schon hin. Wird schon. Wird crash. Ist vielleicht gerade gecrashed, das Game. Maybe I fucked it up. Maybe I killed it. Mit zu viel Rumgefacke in der Steuerung und so weiter. Lass mal gerade noch eine Sekunde gucken, ob ich, wenn ich schon gerade neu starten muss. Rams of the Haunting. Change Controls. Geht das irgendwie? Ah, du hast Change Controls. Control und F1. Okay. Ich habe gesehen, es gibt einen grafischen Keymapper, der heißt Keymapper und der geht auf, wenn man F1 und Control drückt. Also andersrum wahrscheinlich eher. Gut. Versuch Nummer 12. Bitte richtige Auflösung. Dankeschön. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, bis alles hier so funktioniert, wie es soll. Aber das könnte es wert sein. Das könnte es wert sein. Das Game ist fucking wild von dem, was ich gesehen habe bisher. So, einmal das. Passt. So. Control F1. Oh mein Lord. Oh mein gottverdammter Jesus. Shutdown. Okay. Select different event or hit. What the fuck willst du mir sagen, ey? Achso, wir müssen quasi jetzt ab, wirst aber eigentlich weh, oder? So nach dem Motto, ach du Schande. Kommandozentrale, ja, ist es aber auch.
Halb so klein, das Ding. Ich bin erstmal hart überfordert mit dem Ding, ey. Aber es gibt eine Wiki-Seite dazu. Remapping, when you serve there, genau, you are presented with a visual keyboard and a virtual joystick. These virtual devices correspond to the keys that and events DOSBox will report to the DOS application. If you click on a button with your mouse, you can see the lower left corner which event it is associated with. Events, key up. Okay, also muss ich quasi sagen, W ist aber ein Event, wahrscheinlich Fall nach oben. So nach dem Motto. Okay, wie mache ich das jetzt? How do I change that? Bind. Key W. Nee, bind. Mod. Oh, what the fuck? Was sehe ich gerade? Und was habe ich gerade, glaube ich, ist das Licht geändert, weil ich eine Tastenkombination gedrückt habe. Warte. So. Programmieren aus dem letzten Jahrhundert. Ja, das ist wild. Wie mache ich das jetzt? Examples. You want to have added. Click on Z. Click Add. Add. Ah, okay. Okay, wenn ich jetzt W drücke, macht es Fall nach oben. Got it. Links. Nee, warte. Das da ist ja. Add links. Das ist. Warte. Auf A map ich jetzt. Warte, das macht gleich Sinn, das da. Glaub mir, es macht alles gleich Sinn. So. Und das ist das. Also, add das. I für Inventory war eigentlich nice. Schießen ist halt Control. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Mod 1, Axis, Num. Ich glaube, Maus kann man nicht. Capture Maus, Fullscreen. Weißt du was? Wir lassen das mal so. Exits. Gut. Wir lassen das mal so. Gucken, was besser wird. Okay. Load Game. Cool. Okay. Das hat einfach nicht funktioniert. Oh Lord, ich habe irgendwas gemacht. Also wenn ich da links drücke, kommt das jetzt. Ich hab irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Shit. Oh no. Wait, wir kriegen das hin. Aber ist es genau andersrum? Ich hab's, glaube ich, genau falsch rum gemacht. Kann ich mal resetten, bitte? Boss, Shutdown. Ist denn ein Reset-Knopf irgendwo? Weiß man nicht. Okay. Dann machen wir trotzdem mal, wenn ich Pfeil nach oben jetzt auf W binde, ist es so? Und das add das, das add das und das add das, so? Save? Exit. Oh, okay. Okay, ich springe noch, wenn ich da links drücke, aber es ging auch noch hin. Wir machen Fortschritte. Wir machen fucking Fortschritte. Okay. Und zwar springe ich ja auf A. Also A ist. Achso, weil. A ist. Ja. Aber passt doch eigentlich. Auf A habe ich jetzt nur den Dingens. Ah, ich habe mehrere drauf gebindet. Oh, A ist. Wie war das jetzt? A ist gar nichts. Und warte, Space ist eigentlich A. Space add A. Nee, fuck. Space. Delete.
Space at A. Und A ist erstmal nix genau. Und links ist at A. So, oder? Okay, Fortschritt. A war springen, genau. Wir kriegen das hin. So, das passt nicht. Ah, das war falsch, warte mal. Add. So, genau. Und das ist A. Und es ist aber hier das da ist das immer noch. So. Yes, okay, das geht. Springen geht noch nicht. Man kann WSAD machen, aber ohne Maus. Yes. Also, ich kann halt jetzt nicht gucken unbedingt. Also nach oben und unten gucken nicht unbedingt mit der Maus. Aber es geht auch irgendwie. Okay, warte. Jetzt muss ich noch irgendwie Space auf A binden, oder? Weil das ist die Taste, die ich drücke. Ja, Space auf A. Das macht er irgendwie nicht. Das ist Left Key. Das ist Down. Das ist D. Und wenn ich da drücke, muss ich eigentlich A machen. Ich mach mal Delete. Add. A. Wir sind. Speichern. Ausgang. Das geht irgendwie nicht. Das nimmt er irgendwie nicht. Okay. Aber ist schon mal Anfang, ne? Ist schon mal ein Anfang. Ja. Ich glaube, oben und unten hatte ich auf Q und E. Es gibt eigene oben und unten Buttons. Oh. Diesen Look up and down, page up down. Oh, I see. Also wäre dann quasi Q wäre dann erstmal delete und dann add und dann page up. Page down, page pop, page up wahrscheinlich, ne? So, und E ist dann, aber E hätte ich gar nicht used. Gibt's benutzen? Move, sidestep, look, set view tilt, what the fuck? Fire weapon or punch, control, run mode, jump, crouch, muss ich auch noch umändern. Ich gibt kein Benutzen im klassischen Sinne, das klicken wahrscheinlich einfach. Da haben wir hier einfach Page Down. Habe ich das gemacht? Nee. E. Delete. Add. Page Down. Save. Exit. Es geht nicht. Und Space geht auch nicht. Ein paar Sachen gehen einfach nicht. Ah, warte, ich weiß warum. Ah, warte. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Oder? Aber eigentlich ja nicht. Wenn ich das hier jetzt einfach... Habe ich es doch verkehrt rumgemacht die ganze Zeit jetzt? Maybe. Ja, habe ich. Okay, warte, ich habe es wieder verkehrt rumgemacht. Gib mal einen Moment, kriegen wir hin. Es ist dann doch so, delete, add, W, delete, add, links, delete, nee, auch falsch, delete, add, links, auch falsch. Warte, ich bräuchte gerade einen Reset von dem ganzen, glaube ich. Ich habe schon viel Scheiße eingestellt. Das ist es hier. So, und das ist nämlich, add das hier. Und das hier ist nämlich add das hier. Da habe ich die beiden Punkte draufgelegt und das ist delete add s. So. A ist delete add space. So. Ja. Ja, okay. Okay, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Oh Gott. The symbol is glowing candle. 28 Minuten später, wir haben eine Steuerung. Leck mich am Arsch. Okay.
Wir müssen vielleicht nochmal irgendwann ran und noch mehr Dinge einstellen. So, ich speichere mal gerade nochmal. Lass nicht speichern. Inventory. Save. Save. Nochmal. Auch wenn es eigentlich egal ist, sozusagen macht nichts irgendwie, aber okay. Ich habe jetzt eigentlich nicht die Steuerung gespeichert, sondern nur das Game, aber ist egal. So, was noch nicht funktioniert, ist jetzt, das hier hat aktuell keine Belegung, das auch nicht, das ist okay. Hier, Page up, machen wir Delete, und zwar Q, Page down, Delete und E. Jetzt gucken wir nach oben und unten. Crouch. Das wäre dann C. Ne, was war Crouch? Crouch ist Z. Delete. Add Control. Save. Exit. Bruder. Also jetzt habe ich aber auch noch Punch auf Control. Das hätte ich gerne auf... Oh, das ist ein bisschen anstrengend, dass da was geht. Wir machen Fortschritte. Plain old chair. Wir machen fucking Fortschritte. So, was ist das hier jetzt? Knarre? Oh, suddenly Knarre. Zettel. Ganz viele Zettel, what the fuck? Scrapbook. Typed. Typed. We live. If you believe in the soul, if you believe in the spirits, and you have a God, pray for them. Halbe Alien-Trilogie. Bisschen. Typed. Typed. Tight. Tight shit. Scrapbook. There's something sticking out of the pages. Oh. Current state of crop circles baffles expert. Paranormal expert called undercover bra 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 bra. Got it. Verstanden. Nehmen wir. Wenn ich jetzt nochmal der... Candle. 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 Ja. Orientiert euch an Kerzen. Die heißen Candle und nicht Candle. Wenn ich jetzt eine Option hätte, dass ich mit der Maus nach oben und unten gucken könnte, dann wäre ich der glücklichste Motherfucker auf dem Planeten. Aber ich glaube, die Option gibt es einfach nicht. Ne? Input Settings. Ihr habt nur Mausgeschwindigkeit. Screen Settings. Haben wir auch schon, genau. Subtitles. Ne, haben wir. Ist keine Option. Ist keine. Ich gucke nochmal gerade in meinem Handbuch, ob es da irgendwie eine Page dazu gibt. Look up down, set tilt view, home and end. Weiß ich, was das macht. Home? Oh, ich kann so langsam nach oben und unten gucken. Das bleibt dann auch so. Dann habe ich lieber das da. Nee, passt schon, okay. Aber oben und unten ist bei den alten Games nicht so wichtig. Nee, wenn das so Doom-Style ist, dann passt das. Okay. Good. Good. Er hat so ein bisschen von der Stimme was von Max Payne. So ein bisschen. Ceramic Vase. Ceramic Vase. Okay. Ich guck, wir haben jetzt eine Knarre, ne? Kann ich irgendwie auf 1 legen? Jetzt wollen wir noch Crouch. Ah, ich wollte schießen auf... Candle. Schießen machen wir auf... nicht Steuerung eigentlich, ne? Das wäre eine gute Schießentaste. Weil Linksklick ist ja Interagieren. Rechtsklick ist sich umgucken. Chair. Chair. Ich kann aber auch nicht die allgemein die Maustasten irgendwie ändern, oder?
Black Cat Mouse. Set different event for hit. Hand Mouse. Bind F. Ich weiß nicht, was das da heißt. Ja. Mach's mal ab. Abbrechen. Abbrechen. Exit. Chair. Chair. F zum Schießen. Warum nicht? Weißt du was? Warum nicht? Also machen wir quasi Control Delete Add F Save Exit. Crazy. Abgefahrener Chat. Gut. Können wir das Spiel jetzt spielen, bitte? Aber ich weiß noch nicht, ob ich mit Straven so happy bin in dem Game. Oder ob wir nicht so klassisches Links- und Rechts-Drehen auf. Weil ich kann nicht. Ich kann nicht. Rat. No head. Ich kann nicht. Looks like someone's left the window open. Gleichzeitig gucken und mit WASD gehen. Das ist so wild. Okay, ich brauche einfach einen Schlüssel mit einem. Mit einem F-Fist. Richtig. Jetzt habe ich gerade nur eine Hand an der Maus, ne? Und bewegt die Maus nach vorne, quasi beim Rechtsklick gedrückt halt und dann gehe ich. Es ist wild. Ceramic Vase. Ceramic Vase. Das ist rot. Ich kann, glaube ich, anschießen das Fenster. Passiert irgendwas? This. Ich kann auch nicht gleichzeitig gucken und gehen. Ich muss immer stehen bleiben, sonst bin ich blind. Stell dir mal vor, du hättest so eine Krankheit, wo du einfach entweder gehen oder gucken kannst, aber nicht beides. Hell, this is really taking its toll. Mirror on the wall. Wir drehen bitte. Ich muss doch einmal das Handbuch da mir angucken, dass da keine Optionen gibt, das irgendwie umzustellen, das ist so wild. Backwards, left and right, sidestep, look up and down, tilt view, fire a punch, run, jump, crouch, display, ja okay, ne. Also H macht ja noch irgendwas, H macht halt Caps Lock, Run Mode, Control, Fire, Inventory, Adjust Gamma, Select Weapons. One, okay. Inventory. Muss ich auf die 1 legen, das da? Ne, kann ich nicht. Meine Gun equipped, okay. Und zwar. Oh, die ist automatisch auf der 3, die Pistole, okay, gar nichts. Locked. Painting of a sarcophagus. Painting of a sarcophagus. Painting of a sarcophagus. Old suit of armor. All the pieces are wired together. Old suit of armor. All the pieces are wired together. Ich habe gefühlt diesen Anfang von dem Spiel schon so 12 Mal gespielt, weil ich einfach meistens nicht weiterkam als so. Aber nicht unbedingt, weil es zu schwer war, weil ich irgendwann gemerkt habe, so, weißt du was, das ist doch sehr anstrengend, ist da. Ah, it's so dark in here now. Okay, besser. Where's the lock in this damn thing? Chair. Chair. Das ist ein Sofa, Chair. Du Arsch. Lüg nicht! Richtige Insim hier, ey. Hör mal. Schon so ein bisschen Insim-Vibe, finde ich. Stop fast. Where's the lock in this damn thing? Where's the lock in this damn thing? Wir gehen einfach wieder. Locked. Shit. Ah. Noch so ein Buch. Das neue. Novel. Look Homeward Angel. Okay. Ah.
Kann den Stoff nicht wegpunchen. Ich dachte. Okay. Das ist guter Stoff, der hält was aus. Es muss doch da irgendwie weitergehen. Okay. Where's the lock on this damn thing? Where's the lock on this damn thing? Ich mach. Dass du einfach nicht normal drehen kannst in dem Spiel. Okay, ich muss jetzt quasi stehen bleiben, dann mit Rechtsklick mich drehen und dann wieder nach vorne drücken. Das ist doch offen, oder? Warum? Das ist Lüge. Das ist offen. Ich weiß das. Ich war jetzt schon stuck. Warte, Linksklick schlägt auch, aber das macht nix. Aber F. Cracked, smashed. Oh, warte mal. Ich hab eine Idee. Plain old chair. Dann ist Schnotte. Was mit dir? God, what a stench. God, what a stench. God, what a stench. God, what a stench. Lass mich drehen. God, what a stench. Ich hab schon AP verloren irgendwie. Okay. I tried. Ich bin schon so lost. This symbol, symbols won't budge. Where's the lock on this damn symbol's glowing? It is glowing. But it doesn't help me in the slightest. Chair. Where's the lock? Where's the lock and candle? Chair. Where's the lock on this? Where's the lock? Anzünden die Candles vielleicht. Hab doch Streichhölzer, oder? Was habe ich denn hier? Shards and Seals. Okay. Talk generally about seals. These fragments have some kind of occult markings, runes or something. These fragments, the seals, whatever they are, I know they're important to something. The power within them makes me feel alive to their touch. And the dreams, they affect my dreams, intensify them. I must keep them close, keep them safe. Mein Schatz, muss ich dich erhalten. Matchbox hier. Yeah, happy Gratisstunde, hell yeah. Ist wieder 2 Uhr, fuck yeah, ist gerade mal 2 Uhr geworden, ey, easy. Wir machen die Nacht durch und singen Bumsfallera, habe ich gehört. Hey. Wie benutze ich denn Streichhölzer candle, jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt möchte? Plain old chair. Ich glaube gar nicht, ne? Yay! Bonus Hour. Where's the lock on this damn thing? Jetzt noch mehr Schmerzen mit Bonus Hour. Sorry, wenn das die Steuerung so. Und die Bewegungen so super jerky sind, aber ich weiß echt nicht, wie ich mich anders bewegen soll in dem Spiel. Ja, also irgendwie schnall ich es gerade nicht. Ah, guck mal, die Beine sind angezündet. Kann ich die anzünden? Ah, leck mich doch am Arsch! Hör mal, Bubi. So einfach ist das. So einfach ist das. Das ist aber klar, Bruder. Chill doch mal. Nochmal? Ne, es ist jetzt cool. Oh! I did it! First puzzle, I won. Ist da Bu im Hintergrund? Hi, Bu.
und Captain America aus dem Jahr 1801. What? Wer schaffelt denn da rum? Bleib doch so ganz entspannt stehen. Er hat es genau gehört. Er lässt sich nichts anmerken. Ein Gespell. Sorry. Ja? Dialog? Verbaler Austausch? Irgendwas? Ich sterbe. Adam. Oh, it is such a joy to see you again, my boy. I wish with all my heart that I could send you away from here. Adam, please don't turn away from me. I need your help. You must free me. I am dead. Yes. My body lies beneath the gravestone. But my soul is trapped, tormented by the darkness that inhabits this place. You are my only hope. This is my prison and my jailer. Binding me against my will to suffer the tortures of the damned. Ausgezogen. The damned is what they are. I cannot help you beyond this message. It is not just a matter of my soul's destiny. Stakes are far greater than you can possibly imagine. Dad, please. I don't understand. You must try, my boy. Vater. Find Alf. Soll der Scheiß. He is a kindred spirit and will be as a brother to it. Once a proud knight, he too is held. They returned. Adam, for the love of God, remember these words. Remember my warnings. Remember my words. I'm scared, man. Diese Worte sollen dich bis ans Ende dieser Reise tragen. Oh. Oh, wir sind invaded worden. No. Oh, shit. Nein. Wir hätten doch offline spielen sollen. Verdammt. No. Evil Solaire greift an. Oh Gott, so viele Invasions. Cool, Chapter 2. It's a snack. Statuette covered in gold leaf. This is intricate. Look at the work in this. Wie viel ist dieses Spiel bitte? Ja. This is intricate. Look at the work in this. Antwort ja. Ja, ja, der Teppich ist intricate, ich weiß, chill. Aber können die alle anzünden? Ah, Licht. Weil viele Snacks da rumstehen, ey. Aber der wurde jetzt, Vater wurde jetzt geklaut von den Invaders und sonst? The drawers are stuck. Kann man das Schwert mitnehmen? Sarcophagus. Egyptian. This thing looks like it still works. What the hell is that? Ah.
Das neue experimentelle Radiohead-Album ist doch eine ganz andere Sache, ey. Oh, wir können da. Oh. Okay. Macht es irgendwas? Ich könnte da reingucken, aber es bringt halt nichts. Ja. Cool. Gut zu wissen, dass das geht. Kann ich mitnehmen oder so? Man kann die mitnehmen. Wir haben 7000 Schlangenstatuen mit, weil warum nicht? Ah, Zetle. Das hier? Letter? Letter. There's something written on this. Spin. Oh mein fucking Jesus. Dear Glod, I am returning to the temple on the 7th. I fear something is terribly wrong there. Wie zur Hölle kann ich das lesen? Das sind wirklich 3 Pixel pro Buchstabe, aber wie kann man das lesen? Wild. 3. There's something written on this. Das ist noch ein Brief. Das haben die meistens so an sich. Dragon. This is scorched quite badly. What the f... Können das mitnehmen? Ist das jetzt legit eine Waffe, die wir haben? Quasi. Habe ich jetzt dabei, das Ding? Ich habe das Schild dabei. Nice! Cool. Oh, I get it. Okay. Das da Putzle ist jetzt nicht so schwer, würde ich sagen. Wer are these snacks? Your father. Okay, warum können wir? Das ist unser Gedächtnis, das hier. Ich sehe schon. Ja, Statuette. Good. Ah. Muss ich einfach nur anklicken, okay. Wir haben keine Snacks mehr. Da ist noch eine. Brauchen noch. Kannst du noch 3? Keine mehr, wirklich nicht? Nein, ich habe keine mehr, okay. This is intricate. Hast du gehört? This is very intricate, Chat. Der Teppich, sehr intricate. Coal scuttle. Just an ordinary coal scuttle. The coal scuttle. The coal scuttle. Muni. Und noch mehr Papier, what the fuck? Können die alle aufheben? Oh mein Jesus. No address or postage. Sent it too. Very nice. Oh God, dear Glod, my best wishes to you and the order is the day of the 6th breaking dreams close. I must admit to feeling a sense of regret that I cannot be there. Paraphilipprites in the ceremony of the last see the chamber of the seals that you have tellered. Ich kann das nicht lesen. No address, nicht. Postage. Okay, cool. Yep, passt schon. Reicht. Es gibt noch Informationen irgendwie. Namaste, you guys. Nice. Good morning. Max. Deus. Ja, hallo. Ich weiß. Sehr intricate. Hallo, liebe Raiders. Einen wunderschönen guten Abend.
Old Coin. Ich kann lesen. Hi, schönen guten Abend. Und Strapxer, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, liebe Raiders. Schön, dass ihr hier seid. Grüße gehen raus. Hello, hello. Wie war euer Stream? Wie geht's euch? Erstmal sich an allen Namen die Zunge gebrochen, ey. Das kann ich auch sehr gut. Ja. The drawers are stuck. Die sind echt stuck, ne? The drawers are stuck. Sind im Restaurant auch noch Schmecks? What the fuck? Oh, what the fuck? What the? Excuse me? Hallo Max, wie geht's? Wie steht's? Okay. Der hat wieder aufgegeben irgendwie. Ich hoffe mal, die ganzen Schlangenstatuen sind hier. Und noch fehlen uns 3 Stück, ne? 3 Stück. Alles hübsch. Das freut mich sehr. Das freut mich. Was habt ihr denn getrieben? Wie war denn der Stream? Wie geht's? Wie steht's? Willkommen zu alten, weirden Semi-Horrorspielen am Samstagabend. Rot und grün. What the hell is that? Nee, doch nicht. Lass mal. Es ist fast, als Soldatin eine sein, aber ist irgendwie nicht. Plain old chair. This is intricate. This is intricate. Ja, ich weiß. Ja, willkommen zu Realms of the Haunting. Ein sehr, sehr, sehr altes. Not much to search. Boah. First-Person-Puzzle-Horror-Game mit aber auch First-Person-Shooty-Elementen und so. Und du bist gone, ne? Okay. Oh, 7 Days to Die. Ah, oh, hi. Da ist er. Hallo. Oh, wie er so elegant zusammenfällt, ey. Ah. Warum ist auf der Schallplatte Babyheulen drauf? Das, Igor, ist eine verdammt gute Frage, auf die ich, wie auf vieles andere, keine Antwort habe. Mir ist nichts Neues jetzt, ne? Sehr cool. Ja, nochmal, hallo, liebe Raiders. Mein Name ist Winter. Oder Mark, sucht euch aus. Willkommen zum finalen Tag unseres Spooktober-Events, wo wir den ganzen Monat. Oh, what the fuck? Okay. What the hell? Ja, exakt, meine Thoughts, Udi. Nee. Den ganzen Monat Horror Games gespielt zu haben. Wir spielen sehr viel Indie-Horror Games normalerweise. The what now? Was im gleichen Zug auch heißt, sehr viel moderne Horror-Games. Und jetzt zum Abschluss des Monats dachte ich mir, Retro. Retro-Horror-Games bekommen nicht genug Liebe. Lass das ändern. How do I reload? Can I reload? Weiß mir nicht. What now? Das da gefällt mir nicht. Doesn't appear to be working. Okay. Plenty of this rubble around. Bone. Looks human. Plenty of this rubble around. Ist jetzt das hinter uns eingestürzt? Ist eingestürzt. Well, schätze mal, wir sind jetzt hier. Ist von 96. Yes. Ich glaube zumindest. Someone's coat of arms, maybe. Someone's coat of arms, maybe. Hat ein paar Jährchen auf dem Buckel. Okay. Waffe? Schild. Nee, das meine ich nicht. Nachladen? Oh Gott, reload, please. Do it. Okay. Ah, so. Gut. Das sind nur Doom-Sprites, die uns angreifen. Und wir haben so eine saurealistische Hand einfach irgendwie. Gleiches Jahr Resi 1. Krass, ey. Hat den
Fuck. Hat denselben Cheese-Faktor auf jeden Fall wie Resi 1. Oh, was ist das? Joch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hallo, darf ich gehen bitte? Nee, darf ich nicht. Ich liebe, wie die spinnen beim Umfallen, ey, beim Sterben. Nee, ist da. Gucken wir uns gar nicht an. Okay, na gut. Ja, wir hatten eben schon mal in Phantasmagorica reingeguckt. Auch ein sehr altes, so Semi-Horror-Game. Oh, Perspektive. Jesus. Oh. The hell? Oh, hi. Oh Gott, Lord. Sweet Jesus. Renn. Waffe. Ne, die rumdrehen. Gut. Was habe ich denn gerade aufgehoben, ey? Cartridges für irgendeine andere Waffe. Eine Shotgun vielleicht? Ich meine, cool, aber... There's a small aperture in the middle of this door. Also TS Arena auch, haben wir auch schon mal gezockt vor Ewigkeiten. Wir zocken nicht allzu viel Retro. Also ich liebe Retro-Games. Ich bin mit hauptsächlich SNES-Games aufgewachsen und so weiter. Knarre bitte. Hinter mir ist irgendwas, cool. Mein Lieblingsgame ist heute noch absolut. Aber on-stream ist es in der Tat meistens Indie-Games. Auch gerne retro-inspirierte Indie-Games. Wovon es ja zu Genüge gibt. Okay, ja, hi. I think I'm dead. Yes, I am very dead. Da ist Shotgun. Nimm alles mit. Okay. Nimm. Und dann, okay. Oh Gott. Vor 8 Jahren hat das mal gespeichert. Okay. Ich habe das letzte Mal vor 8 Jahren. Okay, gut. Das war unser kleiner Exkurs in dieses Videospiel. Okay, ne? Ist aber okay. Das sollte auch nur ein kleiner Exkurs werden. Das passt. Hat genau funktioniert. Und... dann können wir jetzt in der Tat noch zu unserer heutigen Hauptattraktion übergehen. Ich habe schon befürchtet, dass es einfach zu spät wird, wenn wir jetzt noch weiter dieses seltsame Spiel spielen. Cool, aber seltsames Spiel. Und ich glaube, das hat uns gerade die Erscheinung abgenommen, was wir tun den Rest des Abends. Gebt mir einen kurzen Moment, ich mache ein kurzes BRP. Und dann kommt mein persönliches Favorite Horror Game. Maybe aller Zeiten. Bin gleich.